Und vieles mehr. Heute live und in Farbe mit Marvik aus Aachen, Flo aus Ludwigsburg, Ben aus Katzen, Johnny aus Hamburg und Basti aus Berlin. Kutte an und zugehört. Herzlich willkommen im Sendezentrum auf dem RC3. Tag zusammen. Basti aus Berlin. Ja, mettelige Grüße auch aus Hamburg. Ja, ich sag mal, wer da ist. Also, Marvik ist hier, das bin natürlich ich. Und aus Hamburg, der Basti aus Berlin. Hallo. Hallo, das ist Guy hier. Genau, und dann aus Fürstenfeldbruck, unser Johnny. Ja, grüß Gott. Und aus Doof wie Dovern natürlich der wahre und einzige Him Ranting Excellence, Ben. Hallo. Und selbstverständlich darf der Süden nicht fehlen. Und zwar haben wir natürlich die einzige Programmierkompetenz des Tages dabei. Das ist Florinho. Aus Österreich. Einer kann das. Schwabenfeldbruck. Ja. Übrigens, für alle Hörer da draußen, auch wir haben das Intro heute zum allerersten Mal gehört. Es war, wie sagen wir, interessant. Nackenschmerzen, ja. Ich habe die Nacht durchgepokt. Ich weiß nicht, ich hatte das ja hier. Gerne geskippt drücken würde, aber es der eigene Podcast ist. Ach, hört ihr euch, also hört ihr uns nochmal selber an? Ja, klar. Oder, also, ja? Okay, ich höre ja keine Podcasts. Aber ich bin frisch geduscht für alle da draußen, weil ich glaube, heute ist nämlich auch eine Premiere. Wir haben ein Videosignal, was wir irgendwie live rausschicken. Ne? Das heißt, ihr könnt uns quasi ins Zimmerlein schauen. Ich weiß gar nicht, wo kriegt man das? Also es gibt jetzt zwei Streams. Einmal unser Standard Audiodump Audio Stream. Den kriegt man da, wo man ihn immer kriegt. audiodump.de/live. Dann haben wir natürlich die RC3-Seite. Will man das jetzt vorlesen, ist die Frage. natürlich. Ja, natürlich. Moment, ich habe es im Livestream. Das ist nämlich streaming.media.ccc.de/rc3/sendezentrum. Ihr könnt also einfach auf streamingmediaccc.de gehen und euch zum Sendezentrum durchklicken. Da gibt es irgendwo was. Oder ihr kommt einfach in unseren Live-Channel, Slack. Also der ist nämlich audiodump.de/Slack und dort gibt es den Kanal live und dort habe ich das auch mal, ich könnte das mal anpinnen, vielleicht einfach mal anpinnen, an Channel pinnen, bitteschön. So, da findet ihr dann den Link und da wird euch geholfen. Und wie ist es eigentlich? Aha, lustig. Wir wären nicht Audiodump, wenn wir nicht technikverliebt und immer hier an der Speerspitze der Technik wären. Was bedeutet, Flo ist natürlich aus dem Call rausgeflogen. Auf der scharfen Kante der modernen Technik wohl eher. Genau, also und da wir inzwischen, heute hoste ich nicht, das ist voll geil, ich bin nicht schuld, ich kann nur ranten. Jetzt müsste also Thomas aus dem Sendezentrum, der uns hier zauberhaft durchgeleitet hat, dann mal den Call vom Florinho annehmen. Und in meiner Welt bist du trotzdem schuld. Ja? Ist das ein Privileg eigentlich? Ich habe das noch nicht ganz rausbekommen. Das ist eine gute Frage jetzt. Flo ist wieder da. Jo, hi. Ah, leere Behauptungen. Gut, also das ist also dieser Chaos Communication Kongress, von dem du mal erzählt hast. Ganz genau, das ist das. Also dass da ausgerechnet da Ben gerade geduscht hat, finde ich schon mal überraschend. Das hat er gemacht. Ich habe mich extra schön gemacht für euch. Jetzt heute mit Video. Eins wieder ja, die, so. Die Haare auch fein säuberlich gescheitelt, ich sehe es. Ja, pass auf hier. Mhm. Ich kann auch die nicht geföhnte, komplett nasse Matte Ja, wir haben gedacht, das Intro regelt und du würdest hier die Windmill machen, ne? Aber war dann also doch für Ben immer noch nicht Metal genug, das ist das Problem. Nee, definitiv nicht, war zu langsam. Vielleicht wäre mal ganz interessant zu sagen, wir sind ja eine Techniksendung, ne Johnny? Vielleicht wäre mal interessant, wenn du erzählst, wie es zu diesem Intro kam. Das fand ich sehr lustig. Ich glaube, du hast mal behauptet vor 2 oder 3 Wochen, dass wir ja auch ein Metal-Podcast wären.
Ja. Und ich habe festgestellt, dass jeder in diesem Podcast eine Metalband hat oder hatte. Ja, ach, also du hast auch eine Metalband, wusste ich gar nicht. Metal. Also außer Softie-Zeug. Rotzrock. Krautrock, wie wir es nennen. Ja, ja, ja. Und dann habe ich gedacht tatsächlich, naja gut, wenn wir jetzt ein Metal-Tech-Death-Podcast sind, dann brauchen wir doch eigentlich auch mal ein Metal-Intro. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe Royalty-Free-Deathcore gegoogelt. Das Instrumental geklaut. Nachdem ich kurz überlegt habe, ob ich selbst was bastel, habe ich gesagt, na nee, das klaue ich. Und dann dachte ich, na gut, dann mache ich es in alter Teenager-Sex-Beichte-Manier so und lasse einen Text-to-Speech-Programm den Rest sprechen. Hab dann drei verschiedene Versionen davon gebastelt. Das hat alles nicht geklappt und musste es dann selbst einsingen. Was aber auch bedeutet, ich habe es einfach ins iPhone reingerufen. In der halben Stunde, die wir gestern irgendwie hatten zwischen Sendungsbesprechung und Technik-Check. Sehr schön. Lowest possible effort. Genau, lowest possible effort, aber trotzdem immer noch das aufwendigste Intro, was ich je gebaut habe für einen Podcast. Was du jemals gebaut hast für deine Band, ne? Was ich jemals für meine aufwendigste Audioproduktion trotzdem. Ich glaube, die hat 6 Spuren. Also ich meine, wow. Nee, Moment, als wir damals Gangnam Style gecovert haben, hast du doch, glaube ich, auch nur zu Hause in so ein Mikrofon deine Spur eingesungen. Ja, stimmt. Aber da habe ich wenigstens ein echtes Mikrofon benutzt. Hier habe ich so ein Ferrite auf dem iPhone und dann so rein und so ein bisschen reingebrüllt. Okay, verstehe. Dafür fand ich es ganz schön, also dafür fand ich die Vocal-Produktion ganz schön gut dafür, dass das hier so definitiv im Sitzen mit Berücksichtigung von Nachbarn passiert ist. Ja, ich habe gedacht, wie hat der Suicide Silence dazu bekommen, das jetzt extra für uns einzuspielen? Ja. Ja, man muss nur die richtigen Begriffe kennen, Google-Begriffe kennen, ja. Mhm. Wir haben ja keine Zeit. Ne? Heute ist wieder so, wir haben irgendwie keine Zeit und dann hatten wir doch Zeit. Das ist also Audiodump, die Blitz-Edition. Genau, wir haben eigentlich einen Slot bis 15.30 Uhr und dann haben wir gehört, aber nachher macht keiner was und dann entern und kapern wir das ganze Studio einfach. Ach, wie geil. Schauen wir mal. Ja, das wäre super. Genau. Dann können wir also sehr wahrscheinlich 2 Themen heute durchreißen und der Rest muss dann auf nächste Sendung verschoben werden. Vorausgesetzt, genau. Wir kriegen die vollen 5 Stunden, dann reicht es vielleicht für 2. Genau. Ja, genau. Ich kann mich noch an so Sachen erinnern, wo ich irgendwie früh weg musste, weil ich morgens einen Termin hatte und gucke auf die Uhr 1:30. War doch früh. Audio dann. Ja. Ja. Genau. Ich starte mal mit dem Themenreigen. Wir haben uns sogar 1-2 ausgedacht. Eins ist ganz simpel, Follow-up. Und zwar ging es darum, ich hatte mich beschwert und gefragt nach dieser Unifying-Software von Logitech, die mir immer unter Windows so Probleme bereitet, weil die mich 10 Minuten nach Overwatch-Spielanfang immer aus dem Spiel auf den Desktop haut und nur um unten in der Startleiste 1-2 Mal aufzuleuchten, nicht anklickbar zu sein, keinerlei Feedback zu geben, nichts zu machen, nichts zu updaten, aber dann bin ich natürlich im Spiel schon gestorben. Und da hat, danke an Ralf und an Charzi, die haben mir gesagt, guck mal hier, das ist ne, Logitech, das wusste ich ja, und das könnte man da und da deinstallieren und dann bin ich halt drüber in Windows, habe das alles gesucht und da war nichts da. Dann habe ich es tatsächlich mal installiert, weil ich mir dachte, vielleicht sucht der Logitech-Treiber, der ansonsten durchaus da ist, der meine Maus ja antreibt, vielleicht sucht der die Unifying-Software, findet die nicht und das ist die Fehlermeldung. Das werde ich aber erst jetzt über Zeit mal machen müssen, aber das heißt, in unserem Slack hat der Ralf das liebevoll aufbereitet und gesagt, guck mal hier mit Screenshots, da und da findest du das und so weiter. Ja, nachdem ich es installiert habe, fand ich es dann wirklich auch genau da, aber den Rest müssen wir mal ein bisschen beobachten. Also auf jeden Fall, das wäre ein Follow-up. Und dann hatte ich noch eine Frage. Das ist jetzt so, wir haben ja Basti hier von Bits und so. Ist ein sehr, sehr guter Elektromobilitäts-Podcast aus Berlin. Und die haben ja ein Hauptbusiness und das Business ist ja Tassen verkaufen. Ne? Ja, mal. Korrekt. Das ist ganz tastastisch. Tastastisch. Und da habe ich gedacht, lern einfach von den Besten. Und ich wollte mal einfach hier in die Runde fragen, wollt ihr Merch da draußen? Welchen Merch? Und schreibt das doch mal bitte in unseren Slack, weil, aber bitte also keine Tassen. Ich empfehle Shirts, Hoodies, Taschen, Tragetaschen und Aufkleber. Malik kennt sich da gut auf und da hat er echt Bock drauf und das ist bei ihm zu Hause. Ne? Super. Er hat auch ein riesiges Kartonlager immer bereit. Ja, ja. Sommer. Sehr, sehr gut. Ja. Ja, also vielleicht sollte man Tassen super gut, Leute. Also ich kann ja wirklich, Tassen. Also vor allem das Beste an diesen Tassen bei Bits und so ist, ich habe nichts damit zu tun. Ja, das ist das. Ja, Timo hat Paletten verschickt, ne? Paletten. Es ist wirklich absurd. Also bei ihm daheim
das komplette Haus war einfach voll mit diesen Tassenkartons und die mussten neu gepackt werden, weil die falsch gepackt wurden vom Bedrucker. Ja. Und also der Bedrucker, der hat irgendwie Aushilfsleute eingestellt und die wussten das nicht so richtig und haben die falsch gepackt. Und genau, ja. Ne? Ja, Mann, okay, übrigens, da muss immer noch Gummibärchen dazu, alles furchtbar. Der Roger schreibt gerade, wir wollen alle Merch in unseren Slack und zwar lebensgroße Pappaufsteller. Ja. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich habe einen lebensgroßen Pappaufsteller von mir selbst. Ja. Wieso wundert das keinen? Das war so klar. Ich hab nur dieses, der wohnt jetzt im Proberaum. Ich habe nur dieses Poster von dir über meinem Bett. Ah, dieses Ausklappposter, was ihr bei der einen Platte mal dabei hattet. Das Audiodump-Starschnitte wir so machen. Dieses Magazin rausgebracht habe, wo die erste Ausgabe 1 Euro kostet und danach alle anderen 15,99 und du kriegst immer so ein Fitzel an Ben, an einfach Poster. Wütend leben. Ja, wir haben ja schon mal T-Shirts gemacht, die sind halt ausverkauft, also müsste man mal irgendwie was Neues machen. Also wie gesagt, Tasten habe ich keinen Bock zu verschicken. Timo hat einfach gezeigt, wie es geht. Das ist so, also mein Leben ist schon miserable genug durch die Ladefuchs T-Shirts, Hoodies. Bei den Tassen aber den Vorteil, dass auch wenn sie falsch verpackt werden, sie trotzdem schon mit Verpackungsmaterial kommen. Das heißt, am Schluss musst du nur noch ein Label drauf pappen. Ist das so? Also so eine Tasse, wenn du sie bestellst, die sind natürlich einzeln geschachtelt, weil sonst der könnte die natürlich schlecht einfach alle in eine Wanne werfen und dann hoffen, ja, wenn ich die einfach irgendwie mit Hermes irgendwo hinschicke, dann kommen die schon ganz an oder einfach einen Kleber dazulegen. Von daher, die sind einzeln geschachtelt, du klebst sie zu und klebst sie drauf. Timo hat sich ja hier so einen speziellen Labeldrucker dann noch besorgt, und zwar so einen, der 3 Labels pro Sekunde drucken kann. Und das geht dann automatisch vom Shop in diesen Drucker. Und dann macht so ich habe ein Video gesehen, es ist sehr beeindruckend. Ja, okay, also ich habe mir das angehört, wir verlinken auch mal die Bits und so dazu. Da habe ich so gedacht, okay, so weit möchte ich nicht gehen. Also mir noch so einen Drucker kaufen und so. Aber so ein bisschen Merch verschicken mache ich ja schon ganz gerne. Auch ein Follow-up dazu für die, die Ladefuchs Hoodies bestellt haben seit Mitte Oktober. Also die 2 großen Hoodie-Pakete, die letzte Woche Montag, also vor, weiß nicht, 10 Tagen bei der Druckerei rausgegangen sind, die sind noch nicht mal von DHL getrackt worden. Also da ist ein Tracking-Link, den ich habe, aber sie sind nie gescannt worden. Da steht, sind digital vorbereitet oder irgendwie sowas. Also ich warte jetzt seit 10 Tagen auf ein DHL-Paket, damit ich euch Hoodies schicken kann. Hast du bei DHL nachgehakt? Ich noch nicht, aber die Druckerei hat schon, ich glaube, einen Nachforschungsauftrag sogar. Sehr gut, weil ich hatte dasselbe, nur nicht mit Hoodies. Ich habe bei der Druckerei was bestellt, kam nicht an und dann sagte UPS, wir haben nur das Label wurde erstellt, aber das Zeug haben wir noch nicht gekriegt. Dann haben wir nachgehakt und dann kam irgendwann plötzlich so ein paar Tage später, 2 Tage nachdem es hätte kommen sollen, mit UPS vor 10 und dann sagte UPS, also kommt morgen. Und ich so, wie kommt morgen? Guck so ins Tracking rein und bisher stand da einfach nur, Label wurde gedruckt. Stellt sich aus Druckerei in Brandenburg, stellt sich raus, alles klar, das Zeug liegt jetzt in Südfrankreich, kurz vor Lyon. Das ist einfach irgendwie ein Laster gefallen. Und also in meiner DHL-App ist sie aufgetaucht. Sie wissen also auch, wo es hingehen soll und so, das müsste alles stimmen. Aber also mir sagte der DHL-Mann, den ich hier auf der Straße abgefangen habe, also natürlich auf ihn gesprungen, niedergeknüppelt und Ellbogen in den Nacken und so. Und er so, das wird spätestens gescannt, wenn das sozusagen vom Kunden schon mal ins Lager kommt. Also bevor das überhaupt auf die große Reise geht, muss das einmal gescannt werden. Und das ist halt schon nie passiert. Ja. Alles schwierig. Geil, hier im Slack, Roger oder Roger fragt gerade, wollte ich gerade fragen, wo ist der Fuchs? Ja, also die Pakete sind alle, ich habe 35 Pakete liegen hier, fertig gepackt, gelabelt, alles, außer halt die Hoodies. Alles andere ist sogar auch schon drin. Ja. Und dann an der Stelle nochmal kurz das, wo Flo gerade drüber jammern wollte, zu Recht. Ne? Ein paar von euch haben schon irgendwelche Taschen bekommen, ein paar von euch haben schon Shirts bekommen. Wir haben diese Scheiße programmiert, wir haben noch nichts bekommen. Das ist gut. Ja, ihr hättet keine Hoodies bestellen sollen, alles andere habe ich rausgeschickt. Ja, das ist korrekt. Jetzt muss ich da mal eingrätschen. Vor Monaten hat man bei mir die Animationen für den Ladefuchs bestellt. Dann habe ich mal eine abgeliefert und euch gesagt, ihr möchtet die doch bitte testen, weil wenn ihr die getestet habt und die funktionieren, dann mache ich euch andere Animationen. Das heißt, ich habe die Animation abgeliefert, weder Merch, noch eine positive Antwort, noch eine negative Antwort, noch überhaupt irgendeine
Antwort. Also negative Antwort kannst du haben, ist gar kein Problem. Negative Antwort ist kein Problem, ja. Wir haben die getestet, sind auf den Shirts aufgedruckt, auf den Hoodies, aber ne? Aber läuft nicht, oder wie? Das dauert einfach so lange, bis die Animation animierte Pullover gedruckt hatte. Das ist einfach anstrengend. Ja. Mist. Das ist auch geil. Flo, also nicht Flowinho, sondern wir haben noch einen Flo. Ich glaube, du musst dich umbenennen. Ich glaube, das ist auch Genfer Menschenrechtskonvention verboten. Der kommt sogar aus dem Schwabenland, also nach eigener Definition. Gott. Er kommt eigentlich aus Baden. Was nicht zusammenpasst, aber ich verzeihe ihm, da er den besten Namen trägt, den ich so kenne. Ja, was ich sagen wollte, er hat in die Shownotes halt bitsundso.de/Tasse auch schon reingemacht. Wir sind auf jeden Fall der beste Verkaufspodcast, den Bits und so jemals hatte. Habt ihr denn überhaupt noch Tassen? Auch die 0,5 Liter, ne? Man muss das ja betonen. Genau, es sind noch große. Ein paar große da, kleine werden nachproduziert. Ja, sehr, sehr gut. Die großen Tassen übrigens wirklich fantastisch, weil tastastisch, weil sehr groß. Genau. Wo wir gerade beim Testen sind, wir haben, manche von uns, also manche sind ja gleicher als andere, haben ja etwas zum Testen bekommen. Das hat DHL nicht verschlammt. Ich hole das gerade mal hoch. Hier, ein gewisser Herr Hellwig, und zwar nicht der Herr Hellwig, der jetzt gerade seine Pizza isst und irgendwas mit Elektroautos macht und uns zuguckt, liebe Grüße an der Stelle, sondern ein anderer Herr Hellwig, wahrscheinlich verwandt, klar, aus Berlin, weil alle aus Berlin kommen, Christian hat uns was geschickt. Wem von uns hat er denn was geschickt? Mir hat er auch was geschickt. Ich habe jetzt das Paket schon auseinandergenommen, kann es jetzt hier in diesem Video-Stream nicht präsentieren. Ich habe mir die Packung Lebkuchen rausgenommen. Es waren aber auch sehr coole Sticker dabei und eine Maske. Eine FFP2-Maske war auch dabei bei mir. Heißt das, dass wir also Mundgeruch haben? Oder was, vermutlich, wie muss ich mir das? Aber das müssen wir nochmal ausführen, ob man mit denen podcasten kann. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall und Ich möchte mich über eine Sache beschweren. Wir testen gleich die Lebkuchen, die sind bestimmt wieder sehr gut. Leute, die die Sendung häufiger begleiten, wissen, dass wir schon mal ein Paket von Christian bekommen haben und das auch großartig ist. Hier sind solche Aufkleber bei, da steht so Fitzekenitzes drauf. Habe ich auch nicht verstanden, ja. Und irgendwas mit rassistischer Kackscheiße. Halten? Ja, Fitzekenitzes. Ah, okay. Ja, ich verstehe es immer noch nicht. Ist das spiegelverkehrt eigentlich oder sieht man das? Ja, bei mir sieht es richtig aus. Okay, ja, gut. Ja. Und das, ich habe hier also so Aufkleber, die kommen dann auch, also einen behalte ich mir, aber alle anderen gehen dann auch mit eurem Merch raus. Also wenn ihr Ladefuchs, ich glaube, bei den Tassen kann ich es nicht garantieren, da ist nur Gummibärchen. Aber wenn ihr 40 Nitzes Dinger haben wollt, was ich wohl ein bisschen schade finde, hier ist scheint, also irgendwie so 40 Antifa habe ich nichts dabei. Und man muss ja immer auch, ne, ausgewogen. Meinst du, das ist nicht balanciert? Ist nicht balanciert. Das muss wie so ein, weißt du, wie so ein Hufeisen, muss das immer ausbalanciert sein. Kannst du das letzte nochmal in die Kamera halten? Ja, Fitzeke Aft. Also wie so ein, AfD-Abgeordneten Stammbaum muss das auch ein Kreis sein am Ende. Ja, und hier sind auch Falschinformationen. Kein Mensch sei illegal. Ich glaube, die AfD ist illegal. Zumindest der bald. Gehört zumindest. So, jetzt aber zu den Lebkuchen. Also es gibt Schoko und es gibt hier mit Glasur. Wie ist das? Boah, die sind ja riesig. Nein, das sind nicht riesig. Mein Gott, also, ich will auch welche. Kann man so nicht groß sagen. Wie mein Gesicht, wie man im Also Johnny, machst du Schokolade? Dann mache ich mal hier Glasur. Malik hat nur so wie Donald Trump sehr kleine Hände. Deswegen sehen die so groß aus. Und der Lebkuchen alles sieht doch schön aus als Johnny. Alles an mir wirkt im Vergleich zu meinen Händen riesig. Die Lebkuchen sind. Ihr merkt schon, der Technik-Podcast, der begeistert. Also sehr geil. Sehr geil. Marzipanisch. Schmeckt wirklich richtig gut. Also, ey, Christian, allerbester Mann, pass auf, aber jetzt kommt ja die eigentliche Story. Ich glaub, wir werden ja kein Zartbitter Schokolade. Köstlich. Ja, ist gut. Wirklich richtig gut. Und das ist, findet ihr anderen auch? Alles, worauf ich sehe nur traurige Gesichter. Also ich bin selber schuld. Ich muss Christian erst noch was schicken, damit er mir was schicken kann. Ja, erzähl mal, das wollte ich nämlich gerade sagen. Jetzt kommt der coole Teil. Ja, genau. Stimmt, also wir haben ja in der Sendung so ein bisschen drüber, es gab ja die lang geplante Abstimmung mit Quizfrage und so weiter im Slack bei der letzten, vorletzten, irgendwann bei irgendeiner Sendung. Und da wurde unter anderem auch gefragt, ob wir die Lebkuchen vegan haben wollen. Und Christian, ja, ich habe keine veganen Lebkuchen. Und dann hat er gesagt, ich mach doch welche. Was mache ich denn statt Ei? Und dann habe ich gesagt, es gibt hier so Eiersatz. Und dann stellte sich raus, den Laden, wo es diesen Eiersatz gibt, den ich zumindest aus persönlicher Empfehlung empfehlen kann. Es ist kein Eiersatz, ne? Es ist ein Eiersatz. Oh, scheiße. Ach so. Wusste ich gar nicht. Falsch gekauft. Ja, also Eiersatz. Das ist so wie, hey, du sollst die Oma umfahren.
Umfahren. Ach so. Müssen Sie jetzt erklären. Ja. Verstehen Sie? Ja, 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 Entschuldigung. Bayern. Mhm. Ja, also stellt sich raus, der Laden, den, wo es es gibt, der ist hier bei mir um die Ecke. Aber Christian wohnt in einer anderen Ecke von Berlin als ich und deswegen ist da bei ihm der Laden wollte ich weiter weg, deswegen muss ich ihm das noch schicken. So. Ja. Ja, und dann gibt es vegane. In welcher Größenordnung werden die? Weil wir haben ja welche verlost. Also das heißt, Christian hat welche verlost. Also ich meine, Christian und Freundin, liebe Grüße an der Stelle, haben nämlich also Postpakete gekauft, irgendwie, wie viel waren es? 72 Lebkuchen gebacken, alles handmilled. Und hier mit diesem, wie hieß dieses die Formungsteil für Lebkuchen, haben wir verlinkt in der letzten Sendung. Die Lebkuchenglocke. Ja, genau, die Lebkuchenglocke. Sehr gutes Ding einfach. Ja, also das, die haben halt vollen Aufwand im Prinzip einen Hackathon gestartet für Lebkuchen. Und ja. Ein Lebkuchen-Makerspace haben die. Bakerspace. So, wir haben übrigens, wir sind ja auch der interaktivste Tech-Metal-Podcast, den es so gibt. Und zwar sind wir dank Sendezentrum jetzt in der Lage, Live-Telefonanrufe entgegenzunehmen. Und wir erwarten von euch random Bullshit-Telefonanrufe throughout the whole show. Und jetzt müsst ihr stark sein, denn die Telefonnummer ist super leicht zu merken. Ne, die ist 05361890286001. Genau, das habt ihr jetzt alle mitgeschrieben. Und weil ihr das nicht mitgeschrieben habt, paste ich das jetzt in unseren audiodump.de/slack auch nochmal rein. Und jetzt muss ich um das bitten, wo ihr euch schon immer drüber kaputt gelacht habt. Nämlich, wenn Leute beim Radio anrufen und dann nicht ihr eigenes Radio leise machen, wenn sie in der Leitung sind und alle hören dämliche Echos und jeder denkt so, boah, dreh das doch runter oder mach den Fernseher leiser oder so. So bei, wie heißt es? Malik und ich noch Teleshopping gemacht haben, hatten wir das Problem sehr oft, ja. Noch bei rufen Sie die Nummer neben Ihrer Landesflagge an. So, ich paste das auch mal in den anderen Chat. Es gibt ja auch ein Sendezentrum-Chat. Also wenn ihr da anruft, dann wird da wahrscheinlich Thomas oder irgendjemand anders dran gehen und die werden euch dann irgendwann mal durchleiten. Und ich möchte ankündigen, und das ist jetzt die Frage an den Quizmaster, nämlich Johnny, wir haben nachher ja noch Halbwissen der Quiz vorgesehen. Ja. Ne? Nummer 6. Da könnten wir doch auch jemand Externes dazu holen, oder? Ja, klar. Ja, dann Mit Raten sagen, ist kein Verbrechen, sag ich ja immer. Genau. Dann haben wir auf jeden Fall nachher noch Quiz mit irgendjemandem von euch. Da ist keine Landesflagge, sagt Flo. Da kann man doch nicht einfach anrufen. Ja, okay, das stimmt. Ich mache eine Landesflagge daneben. Vielleicht Saudi-Arabien? Mal gucken. Das ist ja das. Nee, beste USA Land. Natürlich, ne? Make MAGA great again. Zack. So, und pass auf, jetzt kommt's. Krass, ne? Wir sind erst eine halbe Stunde auf Sendung und schon haben wir ein Thema. Und das Thema ist von Ben. Denn Ben hat Hardware und Ben hat Probleme. Und wir wollen alles darüber wissen. Probleme hatte ich, boah, ich habe die Wut gekriegt in der letzten Zeit. Es geht los, wirklich. Popcorn. Nee, es ist, also es ist, pass auf, wie vielleicht einige da draußen wissen, ich benutze meinen Rechner zum Arbeiten. Also ich bin Freiberufler und schubse hier irgendwie so ein paar 3D-Teile in der Gegend rum und ich brauche meinen Rechner. Ich bin auf diese blöde Karre mehr oder minder angewiesen. Und jetzt irgendwann dachte ich mir dann kamen ja diese neuen RTX-Grafikkarten raus. Ja, die fand ich irgendwie schon ziemlich geil und ich dachte mir so, ach komm, da vielleicht kaufst du dir so eine. Das hat aber anscheinend mein Rechner gehört, hat dann veranlasst, dass es erstmal innerhalb von Sekunde 1 keine RTX-Grafikkarten mehr zu kaufen gab, außer für den doppelten Preis. Dann dachte ich mir, okay, lebst du noch ein bisschen weiter mit deinem Rechner? Ich habe so eine Quadro K4200 Grafikkarte drin, ist schon ein bisschen betagt, aber für meinen ganzen 3D-Scheiß tutet die ganz gut. Ich dachte nur halt so, in der nächsten Zeit upgrade ich mal. Und dann irgendwann hat sich mein Rechner gedacht, ich mache mal so random Freezes. Und schmier mir meine Monitore einfach mit irgendeiner Farbe voll. Und das war halt ziemlich ärgerlich. Das heißt, ist das so ein paar Mal hintereinander passiert und dann irgendwann habe ich dann angefangen, so ein bisschen rumzugoogeln und dachte mir, okay, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mein Netzteil ist halt auch schon alt, mein komplettes System ist ein bisschen älter, ich wollte gerade mal upgraden. Aber das große Problem ist ja, man kriegt ja nichts zu kaufen. Also man kriegt keine neuen Ryzens zu kaufen, ich glaube Threadripper gibt es irgendwie ein paar, aber Grafikkarten sind gerade aus und. Also du kriegst ja quasi nichts an Technik. Ja, Xboxen, Playstations, alles weg, ne? HomePods. Hoodies alles zum Beispiel. Kann man aktuell kaufen, hatte ich ja auch schon erzählt. Intel-Prozessoren kann man jetzt auch gerade aktuell ziemlich gut kaufen, die sind nämlich lieferbar.
Die will halt keiner mehr. Ja. Und M1 geht übrigens auch. Ne? Ich glaube tatsächlich jetzt als kein Gag, ich glaube, Apple hat keine Lieferschwierigkeiten. Bei HomePod Mini sieht das aber schon anders aus. Meiner ist immer noch irgendwie Mitte Januar angesagt. Ja, ich glaube, okay, meine ist Ende Januar angesagt. Nee, also auf jeden Fall du wolltest eigentlich alles haben, ja? Nee, ich dachte dann irgendwann, okay, es ist ja vielleicht auch mal an der Zeit, irgendwie auf einen neuen Rechner zu upgraden. Und genau in dem Moment sagte mein Rechner, haha, fick dich. Ne, und dann, wie gesagt, Random Freezes, das Ding hat auch keine Mini-Dumps geschrieben, nichts. Also es war halt einfach nur so, meine Monitore wurden plötzlich irgendwann rosa, grün, pink, blau, alles mögliche. Manchmal nach 20 Minuten, manchmal nach einer Stunde, manchmal nach einem Tag. Also auch nicht irgendwie reproduzierbar. Und dann habe ich also angefangen, mich auf die Fehlersuche zu begeben. Und habe dann vermutet irgendwie, dass vielleicht, was weiß ich was, das Netzteil irgendwie einen weg hat und nicht mehr zuverlässig Speisespannung liefern kann, habe mir dann ein neues Netzteil bestellt. Das kam dann also auch hier an, kurz vor Weihnachten, eingebaut, Random Freezes, immer noch dasselbe Problem. Und das ist so, das hat mich so abgefuckt. Und dann irgendwann konnte ich es dann also runterbrechen darauf, dass ich, wenn ich die Grafikkarte irgendwie ein bisschen rausgenommen hatte und dann versucht habe, die in einen anderen PCI-Express-Slot zu stecken, dann lief das System irgendwie wieder. Aber irgendwann kamen diese Fehler halt neu, also mehr und mehr und mehr und mehr. Und irgendwann war also wirklich dann der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, die Grafikkarte hat sich verabschiedet, das Ding ist im Arsch. Also eine neue irgendwo herbekommen. Das war aber gerade nicht möglich, also habe ich dann erstmal eine alte von mir wieder eingebaut, habe dann durch Zufall bei Mindfactory noch eine RTX 3070 gefunden, auch nur für total wenig, viel, viel mehr Geld, aber wenigstens vom Händler und dann kann ich die halt über die Firma abrechnen und also mit Rechnung und mit ausgewiesener Mehrwertsteuer und so weiter. Und dann habe ich also in den sauren Apfel gebissen und habe mir dann die Grafikkarte gekauft. Das Ding ist so ein Klotz im Vergleich zu meiner Quadro-Karte, die also wesentlich kleiner ist, brauchte dann natürlich auch noch irgendwie ein paar Stromsteckerchen. Und dann dachte ich, hätte ich das Problem gelöst. Schieb also die neue Grafikkarte rein, das System bootet das erste Mal hoch, ich installiere den neuen Treiber, ich mache einen Reboot, nichts funktioniert mehr, überhaupt nichts. Das System startet nicht mehr. Also habe ich dann mir gedacht, okay, das ist ja irgendwo, ist ja irgendwie wieder was nicht in Ordnung. Ne? Habe dann nochmal mit den Netzteilen ein bisschen hin und her getauscht, das funktionierte also auch nicht. Dachte dann schon, mein 700 Watt Netzteil in dem Rechner ist vielleicht ein bisschen zu schwach für die neue RTX 3070. Ich habe auch ein Sparnetzteil, was du da eingebaut hast. Ja, das stimmt. Ich habe aber extra darauf geachtet, dass es die schlechtestmöglichste Energieeffizienz hat. Nein, Quatsch. Ich konnte das Problem halt im Laufe der letzten paar Tage halt immer nur so halb eingrenzen. Ich habe dann irgendwie die Karte rausgenommen, habe dann gedacht, okay, vielleicht ist der PCI-Express-Slot kaputt, habe die in den anderen PCI-Express-Slots reingemacht. Das System lief. Ich habe den kompletten Tag damit gearbeitet, auch zuverlässig, gehe am nächsten Morgen an den Rechner, schalte den Rechner an, nichts, überhaupt nichts. Und dann habe ich also so ein bisschen, ne, wie gesagt, ich war dann irgendwann so kurz davor, wirklich die absolute Wut zu kriegen und mir einen komplett neuen Rechner zusammenzuklicken, war also auch schon dabei und dachte mir so, okay, guckst du mal auf der AMD-Seite, was die da alles so Neues haben, will mir so ein einen neuen Ryzen 16-Kerner holen, der dann also quasi nochmal 16 zusätzliche Threads hat und wäre dann also somit auf eine ganz, ganz nette Summe gekommen. Nicht lieferbar. Funktioniert nicht. Also war dieses Problem halt auch schon wieder weg und ich musste jetzt irgendwie es schaffen, meinen scheiß Rechner wieder ins Laufen zu kriegen. Weil du kriegst halt, wie gesagt, gerade nichts. Ne? Und ich habe schon für die Karte zu viel bezahlt. Also für alle, die sich da jetzt wundern, ich habe so eine aus wie ein Raumschiff auf jeden Fall. Mhm. Ja, ist auch ein Raumschiff. Eine Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G. Das heißt, du hast dich auch für Gaming entschieden, ne? Nicht für die Profi-Variante. Genau, ich habe dann nämlich mal ein bisschen vorher gegoogelt und habe mal festgestellt, so, ich könnte mir jetzt eine neue Quadro-Serie kaufen, die ist aber schon länger nicht mehr aktualisiert worden und hat die Leistung, also hat ein Viertel der Leistung von diesem Ding. Kostet aber dasselbe. Geil. Und, also Johnnys Karte ist größer. Ja. Dann habe ich mir gedacht, okay, Johnny hält was in die Kamera. Was ist das denn? Merk. Ich weiß auch nicht mal, was es ist. Also ich würde sagen, Johnnys ist größer. Ich meine natürlich Karton. Oder seine Hände sind kleiner. So also wenn man davon ausgeht, dass die Grafikkarten jetzt jedes Jahr einen Zentimeter länger werden, das ist so mein Eindruck,
Dann habe ich heute die letzte Karte eingebaut, die in meinen Tower reinpasst. Ich habe schon einen extra großen Tower, weil ich ja den Noctua Riesenkühler da drauf habe, Luftkühler. Und dafür brauchte ich ein größeres Gehäuse, damit die Scheiße überhaupt da reinpasst. Ich habe auch mal irgendwann ein Foto gemacht, wie das in meinem Rechner jetzt aussieht. Ach so, was man natürlich auch nicht unerwähnt lassen sollte, ist die Tatsache, ich habe die Karte reingesteckt und ich habe ein schwarzes Gehäuse. Alle Laufwerke schwarz, alle Festplatten, die irgendwie oben in der Bay liegen, sind schwarz. Meine Tastatur ist schwarz, meine Monitore, meine Maus, meine Boxen, mein ganzer Schreibtisch ist schwarz. Alles ist hier schwarz. Meine Seele ist schon gar nicht mehr vorhanden. Und auf einmal stecke ich diese Karte rein und es läuft ein riesiges Regenbogenfeld durch, ja, alles ist erleuchtet. Durch meinen Rechner. Mein ganzes Büro leuchtet jetzt in allen möglichen Kackfarben hin und her. Und der Staub, wie schön das oszilliert. Und, ist total nicht schön. Ich verstehe gar nicht, wie irgendjemand das geil finden kann, dass die ganze Karre blinkt, als ob du gerade in irgendeinem ostindischen Puff wärst oder so. Also, verstehe ich einfach nicht. Interessant, dass du genau diesen Vergleich gewählt hast. Mhm. Ja, muss ja die Referenzen, die man kennt, halt, ne? Ja, wo man sich auskennt. Ich poste das jetzt mal kurz in die Shownotes rein, wie das Ding jetzt aussieht. Aber das heißt, es läuft nicht. Dazu kommen wir ja jetzt. Ich habe dann also die letzten Tage über damit verbracht, immer wieder. Also, ich habe dann zuerst versucht, die Karte in den anderen PCI Express-Slot reinzumachen. Was dann auch so halb funktionierte. Das Ding bootete also dann ein bisschen und dann, sobald ich das wieder neu starten wollte, funktioniert es halt wieder nicht, ne? Und dann habe ich erstmal angefangen, ein bisschen weiter zu recherchieren. Dachte mir dann, okay, vielleicht liegt es irgendwie an der BIOS-Einstellung vom PCI-Express-Slot, dass er irgendwie auf einer falschen Generation eingestellt ist oder so. Und habe dann mein BIOS resettet, zuerst mal mit dem Jumper, dann nochmal mit wirklich Batterie rausnehmen, alles neu einstellen, das ganze RAID neu konfigurieren, was da drin ist. Ich habe also wirklich Schmerzen gehabt die ganze Zeit, ne? Und ich habe alle möglichen Geräte hier rausgeschmissen und irgendwie von dem Rechner abgestöpselt. Habe meine ganzen SATA-Kabel durchgewechselt, weil ich dachte, vielleicht liegt es irgendwo an einem defekten Kabel. Der hatte nämlich immer so ein merkwürdiges Verhalten. Er zeigte mir am Anfang, ich habe ein Asus-Board, das hat so kleine LEDs, zeigte mir am Anfang immer einen Grafikkartenfehler, also keine Grafikkarte gefunden. Dann hat er automatisch neu gestartet und dann sagte der Boot-Device-Failure. Also sprich irgendwie, er kann anscheinend irgendwo eine Platte oder sonst irgendwas nicht finden. Also habe ich die Firmware auf den SSDs geupdatet und allen Mist gemacht. Die richtige PCI Express-Version irgendwie eingestellt. Und gestern haben wir diesen Test von der Sendung heute auch noch mit meiner alten Quadro 2000-Karte. Also sprich, das ist eine Grafikkarte von circa, ich glaube, 2012 oder so. So ein kleines kümmerliches Dingelchen. Den Test habe ich dann mit der alten Grafikkarte gemacht. Und gestern Abend um 23.15 Uhr oder um 23.20 Uhr habe ich dann noch den letzten mir möglichsten Versuch unternommen, dieses Ding zum Laufen zu kriegen. Und zwar habe ich, ich habe ein Sockel 2011 Board, ist also auch schon ein bisschen älter, müsste jetzt geupgradet werden, ist ein mit 8 RAM-Slots mit jeweils 8 GB bestückt, also sprich 64 GB RAM. Als Quad-Channel. Und was mich gewundert hat, bei mir stand im BIOS alles immer auf automatisch. Also sprich, der hat dann irgendwann sich die RAM-Timings und so weiter irgendwie zusammengesucht und hat halt geschaut, irgendwie welches Laufwerk ist hot-swappable und all so möglichen Mist. Und gestern ist mir aufgefallen, dass mein Prozessor 1600 MHz RAM unterstützt und dass meine RAM 1600 MHz hat. 1600 Hertz, ne? Egal, scheiß drauf. Halbwissen und so. und hab dann, weil er nämlich immer nur auf 1333 lief, die richtige RAM-Geschwindigkeit eingestellt im BIOS. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe da schon anderthalb Wochen lang jeden Tag dran gefriemelt. Und seit ich die richtige RAM-Geschwindigkeit im BIOS eingestellt habe, funktioniert das System wie am Schnürchen und es läuft einwandfrei durch. Und macht absolut keine Mucken und es läuft und läuft und läuft und läuft. Und die Karte kann ich jetzt voll ausreizen, voll auspowern und das ganze System läuft stabil, auch mit meinem alten Netzteil, nicht mit dem neu bestellten. Und ich hätte mir also die ganze Scheiße ersparen können. Deswegen, also mein Tipp an alle da draußen, checkt die RAM-Geschwindigkeit, checkt Kabel, checkt den richtigen PCI Express Generation Einstellung. Irgendwo gibt es irgendeine Kack
Verstellschraube, weswegen dieses System nicht richtig booten kann. Aber da, also bei mir mit dieser blöden Einstellung lief es dann. Und es war wirklich echt die Geschwindigkeit des scheiß RAMs. Das ist abgefahren. Wie ist denn jetzt deine Experience? Wie alt ist die alte Grafikkarte gewesen? Auch 2011 oder sowas? Ich meine, du hast ein paar Jahre Sprung drin. Also ich will nur wissen, ja, dein Gesamtsystem, wie fühlt sich denn jetzt, wenn du jetzt 3D-Render machst? Du machst ja so 3DS Max und so. Ich habe jetzt witzigerweise mal ausprobiert, ich bin ja immer so jemand, der sagt irgendwie, Hardware-Rendering ist noch nicht so weit. Also auf der Grafikkarte rendern. Mhm. Ist auch wirklich immer noch nicht ganz so weit, weil es fehlen immer noch ein paar Einstellungen, zumindest jetzt im V-Ray. Also ich kann gewisse Einstellungen von Materialitäten einfach gar nicht nehmen, wenn ich als Renderer jetzt den Hardware-Renderer von V-Ray auswähle. Dann sind einfach bestimmte Einstellungen ausgegraut. Nichtsdestotrotz, es ist schon, also ich überlege jetzt gerade eben, da mein System ja jetzt auch wieder zuverlässig läuft, irgendwann in der nächsten Zeit, wenn dann wieder alle Sachen erhältlich sind, mir vielleicht nochmal irgendwie zwei RTX 3080 zu schießen, die 3070 zu verkaufen und dann werde ich sehr wahrscheinlich für so, was weiß ich was, für so Vorab-Versionen oder so die ganze Sache auf hier meiner Grafikkarte zu Hause rendern. Weil es ist schon, es geht wirklich zügig. Also sag mal einen Faktor, gefühlten Faktor, wie viel schneller ist das? Faktor 3 als CPU-Rendering. Also es lohnt sich schon. Und du kannst halt, ich habe jetzt da bei der Grafikkarte, läuft es halt nur auf Progressive Rendering. Bedeutet also, er hat erstmal so ein, er hat ein ganz, ganz grobes Bild und das wird halt immer wieder verfeinert und verfeinert und verfeinert. Also eher, ähnlich wie wenn du, was weiß ich was, am Anfang mit einer schlechten Kamera sendest und die Bandbreite erhöhst und dann irgendwann das Kamerabild immer besser wird. Und du kannst also schon sehr viel am Anfang erkennen, ob du jetzt irgendwo was zu hell oder zu dunkel hast oder irgendwas irgendwie blöd ausgeleuchtet ist. Und deswegen habe ich halt überlegt, ob ich nicht noch eine dezidierte CPU, eine GPU kaufe, einfach nur um so ein Live-View-Fensterchen die ganze Zeit über mitlaufen zu haben. Und ich habe jetzt die Karte mal so ein bisschen an die Grenzen versucht zu schieben. Also hier so mit so einem Folding at Home läuft die Karte kontinuierlich auf 60 Grad und wird schon ein bisschen lauter. Und also sie ist auf jeden Fall hörbar, aber sie ist noch nicht total penetrant nervig. Ne? Mhm. Es funktioniert. Ach so, wir haben übrigens auch einen Team Audio Dump bei Folding at Home, falls da jemand irgendwie nochmal vorbeischauen falls möchte. Falls da jemand noch alleine foldet. Genau. Ja. Da kann ja mal einen Link in die Shownotes rein. Genau. Es gibt auch eine Origami-Gruppe, wer analoges Folding at Home probieren möchte. Auch eine Audiodump-Origami-Gruppe. Ja, sehr gut. Ganz schön tief. Respekt. Nee, aber jetzt, also ich habe jetzt immer noch ein klitzekleines Hardware-Problem. Ich habe beide Monitore per DisplayPort angeschlossen. Und witzigerweise, wenn ich jetzt beide Monitore anhabe und dann meinen Rechner booten möchte, bootet er nicht. Wenn ich nur einen Monitor anmache und boote, bootet das System ohne Probleme durch. Fragt mich nicht, wieso, aber das ist mir jetzt egal. Also jetzt sitze ich einfach, ich kann meinen Rechner von der Tastatur aus starten. Ich mache jetzt nur einen Monitor an, starte von der Tastatur und gut ist. Hm. Und wenn Windows hochgefahren ist, dann halt den zweiten Monitor. Also jetzt gerade läuft auch wieder der zweite. Aber das ist schon interessant. Und dann habe ich mir, nee, ganz kurz noch. Und dann habe ich mir, habe ich festgestellt, dass bei der Karte, dass man eine Garantie irgendwie Erweiterung kriegen kann auf 4 Jahre, wenn man sich registriert. Und ich wollte auch die Software runterladen, damit ich die LEDs in der Karte deaktivieren kann, weil das fand ich irgendwie smart, die bessere Variante bei einer neuen Grafikkarte anstatt die Hardware-Methode mit dem Schraubenzieher. Und dann musst du dich bei Gigabyte anmelden. Und dann kannst du auch, also erstmal, die wollen ja natürlich alles haben. Ne? Die wollen deine E-Mail-Adresse haben, deine Körbchengröße, dein was weiß ich was, Netto-Brutto, Einkommen und all so möglichen anderen Scheiß. Und dann habe ich festgestellt, bei Gigabyte kannst du dann auch Punkte sammeln. Also wenn du jetzt neue Hardware kaufst, dann sammelst du Badges wie bei der Apple Watch oder Punkte oder sonst irgendwas. Und du kriegst für so eine Grafikkarte, glaube ich, 70 Punkte. Und wenn du 2000 Punkte hast, jeder kann jetzt zu Hause selber mal hochrechnen, wie viele Grafikkarten du dafür kaufen musst, dann kriegst du einen 20-Euro-Gutschein für irgendeinen Dienst, den du dir suchen kannst. Das ist ja geil. Kannst du in dein Mikro reinreden? Du bist ja nämlich sonst dumpf. Das ist so ein bisschen an deinem Mund vorbei. Unverschämtheit. Ja, genau. Ein bisschen weiter weg, dann keine Poplaute, aber gerade rein. Das wäre klingt fantastisch. Hm. Ja, ich glaube, du musst das einfach ein bisschen von dir aus nach links schwenken, dann, weil du immer links von deinem Mic bist. Wahrscheinlich, weil du uns anguckst auf irgendeinem Screen. Also ja, mich das hat, Mikrofon steht jetzt ein bisschen schief.
Mich hat kürzlich der Ben angerufen. Und der hat mich gefragt, was man so für Grafikkarten kaufen soll. Und dann habe ich gesagt, eigentlich völlig bescheuert, die sind alle viel zu lang und viel zu groß, die neuen Grafikkarten. Und die sind vor allem auch viel zu teuer. Ja, viel zu teuer sind die auch noch, weil die ja gerade alle ausnahmslos irgendwie 300 bis 500 Euro über UVP gehandelt werden. Sowohl die neuen Nvidia als auch die neuen AMD-Karten. Naja, und dann habe ich gesagt, ja, ich finde ja eigentlich die Top-of-the-Line AMD-Karte 6900 XT auch lecker, aber da warte ich mal schön irgendwie ein halbes Jahr. Gut, wenn du jetzt eine brauchst, musst du vielleicht da in den sauren Apfel beißen. Hat er dann wohl gemacht, der Trottel. Ich habe ihm dann nicht gesagt, dass er da die RAM-Geschwindigkeit anpassen muss, aber jedenfalls dachte ich in dem Moment noch, naja, ich bin ja cool, ich warte ab. Und dann habe ich mal so irgendwann in einem Moment der Schwäche gegoogelt. Hast du zwei Minuten abgewartet? Es gibt, es war nicht am gleichen Tag wenigstens, es gibt jetzt irgendwie neue 6900 XT Modelle, weil am Anfang gab es natürlich nur das Referenzdesign und dann irgendwie einen, ich weiß nicht, Gigabyte ist glaube ich jetzt auch erst dabei. Und dann gab es aber auf einmal irgendwie zwei, drei neue Modelle, deswegen waren auf einmal welche lieferbar. Und ich habe nur ein bisschen mehr als den UVP bezahlt, ich glaube 150 mehr als den UVP. Und dann war ich blöd genug, mir völlig ohne Not eine Radeon RX 6900 XT zu klicken, die etwa so lang ist wie meine Wohnung. Und jetzt aber meine Frage, wieso eine AMD? Weil wenn du dir mal die Vergleiche anguckst von den aktuellen Nvidias und den AMDs. Hacky. Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen, weil du hast jetzt quasi mehr Geld. Ich glaube immer noch an dieses Nvidia-Problem. Mehr Geld ausgegeben. Mehr Geld ausgegeben für weniger Leistung und kein anständiges. Ja gut, da kann man DLSS ja dann einen Religionskrieg noch drum führen. Aber du hast schon, also das DLSS vor allem von den Nvidia-Karten finde ich super spannend. Aber kein anständiges Raytracing, ne? Naja, das ist ja größtenteils noch eine Treiberfrage. Die 6900 XT hat fast genauso viele Raytracing-Kerne wie die 3090. Also die machen hardware-seitiges Raytracing. Ich habe mir weil du das Thema ja ins Trello geschrieben hattest, hatte ich mir gestern mal so ein paar Benchmarks in aktuellen Spielen angeguckt. Und also von der 6900er und den passenden Pendants von Nvidia. Und ab gestern habe ich mich überhaupt erst gewundert darüber, dass du dir halt eine AMD gekauft hast, weil es teilweise so war, dass selbst die RTX 3070 mit der, also in manchen Spielen zumindest, mit einer 6900er gleichgezogen ist. Das ist so sehr gemischt, gewundert. Also anscheinend gibt es da noch so ein Leistungsdefizit irgendwie. Vielleicht also so in dieser Grafikkarten-Community ist wohl ein Thema, was immer wieder kommt, dass Radeon oder AMD Optimierungsprobleme auch total hat. Also dass die halt ziemlich viel Power in die Karten packen, die sie dann nicht vernünftig auf die Straße bekommen, weil die Treiber einfach nicht so gut sind. Mal schauen. Auf jeden Fall bin ich meinem Fetisch dann erlegen und jetzt habe ich eine AMD-Karte gekauft, weil ich sie im Hacky benutzen will und sie läuft nicht im Hacky. Aber das habe ich dann vielleicht zur nächsten Sendung gelöst. Falls jemand zuhört, der eine Radeon RX 6900 XT auf einem Clover Hackintosh zum Laufen, vernünftig zum Laufen bekommen hat, ruft doch einfach an. Wir haben da welches so eine Nummer. Welches Betriebssystem? Mojave. Und ich habe auch schon gelesen, dass Big Sur wohl native Treiber dafür angeblich haben soll. Ja, weil Catalina und Mojave haben noch keine Treiber und die werden noch nicht gebackportet. Genauso wie ich hatte mir überlegt, bei mir noch eine XT 5700 einzubauen, habe es dann aber gelassen, weil ich dazu auf Catalina updaten muss und dann auch keinen Bock drauf hatte. Ja, also ich muss wohl wahrscheinlich dein Problem lösen können. Aber Catalina, da bin ich schon drauf gestoßen, dass ich wahrscheinlich mein Problem dadurch löse, indem ich mir das Problem aufhalse, mein Hacky mal durchzuupdaten. Ja, der Malik hilft ja beim OpenCore-Update, kennt er sich jetzt aus. Ja, geil. Ich wollte dich, Basti, wo du gerade zufällig in der Sendung bist, wollte ich dich zu OpenCore-Boot-Problemen was fragen. Ja, genau. Ich hatte ja erzählt, dass ich OpenCore geupdatet wurde von Griven, der auch schon bei uns in der Sendung war. Es war sehr, er schickt mir halt ein OpenCore. Das ist ein Folder, den man einfach in seine EFI hineinkopiert, anstatt Clover sozusagen. Und dann war das irgendwie fertig. Das war dann schmerzfreier als gedacht. Außer ich habe ein kleines Problem. Basti, vielleicht kannst du das nachvollziehen. Ich habe das natürlich zuerst auf einem USB-Stick gemacht, damit ich mir nicht meine Platte zerschieße, ne? Also habe ich diesen Ordner auf dem USB-Stick auf dessen EFI-Partition kopiert, habe von dort gebootet, das sieht auch hübsch aus und dann boote ich von dort weiter über meine Festplatte, geht. Sehe beide Monitore, also beide Monitore tun, was sie sollen. So, dann denke ich, hey, alles funktioniert, ich habe Netz, ich habe Ton, alles geht einfach und habe dann das auf meine Festplatte kopiert. Ist im Prinzip genauso, nur, dass mein zweiter Monitor schwarzes Bild zeigt.
Also, er geht nicht in den Schlafmodus, sondern er ist offensichtlich an, so mit LED leuchtet und so, aber zeigt nur schwarzes Bild und auch so, dass der Computer denkt, er hat zwei Monitore. Also die Fenster, die da drüben sind, kann ich nicht benutzen. Ich muss sie mir rüberfischen, so blind, irgendwie auf meinen Hauptmonitor. Und ich habe dann erst gedacht, hä? Und habe dann hin und her gebooten und habe festgestellt, ich gehe ins BIOS, sage im BIOS, boote vom USB-Stick. Boote vom USB-Stick in OpenCore, in diesen Bootloader und sage, boote jetzt weiter auf meiner Festplatte, weil ein anderes macOS gibt es gar nicht. Dann habe ich zwei Monitore. Also über den Stick ist es alles, wie es soll. Wenn ich das gleiche EFI rüber dupliziere auf die Festplatte, auf das EFI der Festplatte, macht der eine Monitor kein Bild. Griffin denkt, kann nicht sein, ist identisch. Wovon der bootet, ist egal. Denke ich so, ja, bestimmt. Ist aber so, auch nachvollziehbar. Kann ich jedes Mal wieder machen, ist jedes Mal so. Jetzt boote ich gerade die ganze Zeit vom USB-Stick. Irgendeine Idee? Ja, haben wir eine Lösung. Danke, tschüss, nächstes Thema. So. Gut, ja, also, es war keine schön, dass wir darüber gesprochen haben. Es macht überhaupt keinen Sinn. Genau, warum? Ja, aber es läuft doch, also sei froh. Ja, ja. Warum es übrigens auch läuft. Das Problem ist, Malik hat keinen zweiten USB-Stick. Jetzt, er kann jetzt nie Daten mitnehmen. Also, meine Empfehlung für dich wäre Daten jetzt. Mitnehmen? Geil. Also mach dir doch einfach, es gibt so ein Kabel für, du hast so USB-Pins auf dem Board innen. Und dann holst du dir so ein Ding, so ein Kabel auf USB. Verdammt, das ist eine super Idee. Und dann machst du einfach, lässt ihn drin. Es gibt ja kein technisches Problem, was du nicht mit noch mehr gekaufter Technik umgehen könntest. Ne? Ja, genau. Aber das spielt ein bisschen in das, was Johnny eben gesagt hat, nämlich mit der Radeon 6900 XT und so. Weil eigentlich möchte ich auch kein Big Sur haben. Ich bin auch auf Mojave, aber mir ist schon klar, dass man diese Technical Debt nicht ewig aufschieben kann. Das fängt schon an mit Final Cut 10.5 läuft nur noch auf Big Sur. Ich hätte natürlich gerne das aktuelle Final Cut. Und das ist bisher noch so das Einzige. Man kann auch mit dem eins älteren Final Cut sehr gut schneiden, aber es ist halt so, irgendwann will man halt. Und ich glaube, dieses irgendwann ist bald, und das gilt vielleicht auch für dich, Johnny, jetzt abgesehen, ne, Grafikkartentreiber sowieso. Und dann bist du eigentlich, da machst du nicht mehr mit Clover. Ich werde das jetzt am Ende. Ich werde das jetzt über die Jahre wahrscheinlich machen, dass ich auf Open Core wechsle und dann vielleicht auch eben auf Big Sur. Ich bin aktuell, mache ich so viel Gaming, dass ich gar nicht mehr so viel in meinem macOS rumhänge. Und habe auch viele Sachen mir ermöglicht, die auf Windows auch zu machen, wenn ich mal irgendwas zwischendurch arbeiten muss, was Kleines. Das heißt, und da ich auch noch ein MacBook habe, ist mein Hacky in seiner Mac-Konfiguration gerade nicht, eigentlich gar nicht mehr so sehr mein primäres Arbeitsgerät. Deswegen ist das jetzt eigentlich auch ein gutes Timing, um da mal das Risiko so geil einzugehen. Ich mache eigentlich null Gaming und habe dann jetzt aus purer Verzweiflung, weil ich ja jetzt die Grafikkarte drin habe, irgendwie mal nochmal Overwatch angeschmissen und habe einfach mal so alles auf native Monitorauflösung gestellt, Ultra, alles was geht, irgendwie rausgequetscht und habe dann geschaut und festgestellt, dass die Grafikkarte nur 70 Frames liefert und habe dann festgestellt, dass die nur auf 25% Auslastung läuft bei den 70 Frames oder auf 30% Auslastung und dass die im Endeffekt so weit runterregelt, dass die nur diese 70 Frames macht. Und dann hatte ich aber irgendwann schon keinen Bock mehr und hab's wieder weggemacht. Ich glaube, selbst in den Ultra-High-Auflösungen 4K kann man irgendwie 300 oder jetzt nicht mit meiner, aber ich glaube, mit der aktuellen Grafikkartengeneration im Overwatch kannst du schon so irgendwie um die 200 Frames erreichen in alles an. Ja. Also ich habe eine riesen Grafikkarte, ich zocke nicht so viel, aber wie man gerade im Videostream vielleicht schon sehen kann, mache ich ziemlich viel Folding at home. Ja, und klar, da brauchst du die Power natürlich auch für. Richtig, genau. Also das ist aber man sieht, das läuft bei dir auch relativ schnell, flüssig, ne? Wird relativ viel gefoldet. Ja, die Auflösung ist ein bisschen, geht so. Ja, das ist halt eine Schwierigkeit, aber ja. Was foldest du denn da? Kannst du das mal näher an die Kamera? Also ich meine, das hat man ja sehr selten. Hat man super selten, dass beim Folding at Home man selber, dass da irgendwas am Schluss rauskommt, ne? Aber man sieht schon, während der Session, die jetzt in der Sendung praktisch schon läuft, ist Flo quasi, hat glaube, gleich was gefunden. Das ist ziemlich geil. Ein Coronavirus, glaube ich. Das ist ja gut, weil das ist ja für die Wissenschaft auch. Genau. Ist ja ein guter Zweck. Wir sind ja auch ein Handwerkspodcast. Je nachdem, was man jetzt von Wissenschaft hält, ist es ein guter Zweck. Gibt ja auch Kritiker. Ich weiß nichts von Wissenschaft. Das ist ja debattierbar. So, ich muss mir mal gerade, ich werde mal in den nicht hören, was heißt das? Hast du keine Hose an, Malik? Oder warum ist dein Kamerabild weg?
Na, ich muss mir gerade ein Bild selbst schicken, was ich als Screenshot, den ich hier aufgenommen habe, damit wir nachher im Podcast ein Bild von der Situation sehen können, für die, die nur hören. Unsere dummen Fressen und dann Flo, wie er etwas faltet. Okay, hier, dann zack. Flo faltet heißt jetzt das Bild. Falsett, nein, das war was anderes. Falsett. Falsett. Ich habe auch was getestet. Set at home. Das müsste ich eigentlich mal holen, aber brauche ich eigentlich nicht holen. Ich habe ein Bild dafür, das werfe ich euch jetzt mal in den Live-Channel. Ich glaube, mich wage zu erinnern, Basti, dass ihr in der Sendung auch mal exzessiv, also bei Bits und so, über Masken gesprochen habt. Ne? Ja. Du hast da ja auch so diverse und ich habe jetzt, eigentlich hat meine Mutter, muss man mal so sagen, meine Mutter ist Risikogruppe und meinte so, ja, hier FFP2, diese normalen Dinger so und so. Ah ja, du zeigst schon. Ja, da gibt es ja was Besseres, nämlich die Living Guard. Die sind aus der Schweiz. Living Guard Masken, hast du so eine an? Ist zu klein. Nee, ist was anderes, ne? Ist das was anderes, aber ich hab was Geileres, aber erzähl ich dir gleich. Nee, genau. Und dann Mutter bestellte einfach zwei von diesen Masken, die irgendwie Virus abtöten oder was auch immer, aber zumindest auch irgendwie ganz gut sitzen wohl. Und die kosten 30 Euro, sind auch schwer bestellbar, gibt's nicht immer. Und ja, die habe ich jetzt mal eine Weile getestet. Da wollte ich mal zwei, drei Sätze zu sagen. Ich hatte halt vorher so von meiner Band, gibt's halt Masken oder Ladefuchs, gibt's Masken und so einfachere, sage ich mal. Und diese hier hat halt so einen Metallbügel oben an der Nase und ich trage keine Brille, deswegen dachte ich, ist das egal, aber das ist ja gar nicht egal, weil man möchte auch nicht wie so eine Dampflokomotive oben die ganze Zeit den heißen Dampf rausstoßen. Und die kann man ganz gut anpassen, aber wenn ich dann mal eine Weile bei meiner Ma bin, wir sind dann so, ne, Balkontür immer wieder offen, große Räume mit viel Luftumwälzung und Maske und Abstand. Es ist schon deutlich unangenehmer zu tragen als zum Beispiel die Doppelstoffmaske von meiner Band. Einfach weil Gummizüge ziehen irgendwann hinter den Ohren. Also es wird nicht so wund wie bei Menschen, die im Krankenhaus arbeiten oder so. So lang ist es dann doch nicht, aber man merkt das schon. Und irgendwie, vielleicht auch, weil ich Bart habe, dann beim Sprechen krallt sich der Bart ja unten immer in die Maske rein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und die rutscht dann also zwangsläufig immer unten unter die Nasenspitze, egal. Also die rutscht nicht sehr leicht, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Maske gibt, die gar nicht rutscht, wenn man halt Sprechbewegungen macht oder über Zeit. Wie ist das, Basti? Absolut. Wie sind deine Erkenntnisse? Also, ja, der Audiodub-Tipp an der Stelle von mir ist weiterhin, das nicht das, was ich jetzt gerade trage, das jetzt gerade ist die Version 1-Maske von Kloska. Auch sehr schön. Was ich aber sonst trage, und besonders jetzt, wo es wieder kalt geworden ist, ist der Urban Do Loop-Schal. In Anführungszeichen Loop-Schal. Das ist nämlich eine Maske, die ist mit derselben HiQ Viroblock-Geschichte beschichtet oder reingewebt wie die Living Guard-Maske. Mit dem Unterschied, dass es halt ein Schal ist, den du anhast. In dem Schal, das ist ein doppelgelegter Schal aus diesem Material. Zusätzlich dazu hast du zwischen diesen zwei Layern hast du einen auswechselbaren FFP3-Filter. Und zwar läuft der einmal komplett um dich rum. Und du hast halt einen Gummizug, der hinten runterläuft. Und dadurch, dass der nicht irgendwie an den Ohren hängt und dadurch, dass es ein Schal ist und der nicht an deinem Kinn hängt, hast du keinen Zug oben auf die Nase. Zusätzlich kannst du den Schal in deinen Kragen reinstecken. Und damit hast du, also kann die Luft nirgendwo weg, weil du hast auch auf der Nase einen Bügel. Die Nasenfläche ist ungefähr auf 3-4 Zentimetern mit Silikon beschichtet. Das heißt, die bewegt sich auch nicht weg. Das heißt, wenn du eine Brille auf hast, dann hast du auch nicht an der Stelle irgendwie warme Luft, die rausgeht. Das bedeutet, alle Luft, die raus und rein muss, die muss durch den FFP3-Filter durch. Das bedeutet, du hast halt nicht dieses, guck mal, ich habe hier ein Ventil, damit ich leichter atmen kann und damit hier Aerosole besser raus können, sondern es spielt einfach keine Rolle, aber du hast halt diesen kompletten Filter, der um dich rumläuft, dass es rausdiffundieren kann. Das heißt, du hast auch nicht nur einen Teil, der vor deinem Gesicht ist. Und das ist sehr, sehr angenehm. Weil wird nicht so schnell heiß und nass, ne? Genau, also insgesamt, du hast halt insgesamt mehr. In den warmen Sommermonaten war das schon ab und zu ein bisschen anstrengend. Es gibt da dickere und dünnere Stoffe. Und aber insgesamt so das Gefühl, dass einem das gibt, ist schon sehr gut. Und also ich muss gestehen, der gefaltete X-Wing von Flo, Alter, ist beeindruckend. Halt mal ganz nah an die Kamera, bitte.
Sehr geil. Also er hält hier gerade einen fertig papiergefalteten X-Wing. Das hast du, jetzt habe ich nicht hingeguckt. That's what I call folding at home. Alte Scheiße, der ist wirklich geil. Da ist, Ben sitzt da mit Iron Man Maske. Mann, seid ihr alle cool. Ich esse einfach mal noch einen Lebkuchen. Mehr habe ich nicht. Verdammt. Hm. Also das ist ja krass, Flo. Du hast Kinder, ey, sieht man. Und Langeweile. Ja, folding at home. Das Medienerziehung. Ja. Genau. Okay, also die Urban Do verlinken wir mal. Was kostet das Ding? Kostet, ich glaube, 30 Schleifen, also hergestellt in Deutschland. Das, also sie werden hier genäht von Mano Mama, die auch so ne, Klamotten machen, die halt, also die stellen halt Leute ein, die normalerweise nicht so leicht einen Job bekommen. Mhm. Und also sehr sozial, sehr, sehr cool und ja. Kann man einfach umhaben und stört nicht. Und ist genau, also das ist nochmal doppelt genau, angenehm. Das ist das Schöne, ich habe halt immer einen Schal um, dann, damit quasi, ich habe den meistens auch zu Hause an. Das heißt, wenn irgendwie mal ein Paketlieferant kommt, brauche ich den bloß hochziehen. Und gerade wenn es ein bisschen fresher ist, ist das ja sehr angenehm. Und das heißt, und wenn du halt gerade keine Maske aufhaben musst, kannst du ihn halt auch einfach sehr schnell runternehmen und das Ding sitzt einfach fantastisch. Und wie gesagt, wie regelt das, kann man dass halt du. Weil es gibt ja durch diesen Nasenaufsatz mit dem Silikon und so, gibt es ja ein definiertes vorne. Ne? Das ist ja nicht einfach eben nur so ein Schalring. So, deswegen, wie muss man das nicht immer suchen oder so? Also, nö, oder setzt man das einmal auf und das bewegt sich dann nicht mehr? Du setzt es ja eh einmal auf, das bewegt sich dann nicht mehr. Also du hast zwei Sachen noch zusätzlich. Also hinten ist erst ein Gummizug drin mit so einem Festschwurbel-Zuzieh-Gerät. Das ist, glaube ich, der Fachausdruck dafür gewesen. Und der ist halt immer hinten. Und zusätzlich hast du so eine Öse und einen Haken. Also das heißt, du kannst zusätzlich das noch fester, also dir fester machen. Und damit verrutscht es halt um den Kopf nicht rum. Das heißt, wenn du es runternimmst, hast du immer dann hier unten am Hals vorne den Bügel. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Also ich kann das sehr, sehr empfehlen. Ich habe da zwei Stück von. Meine Frau hat so eins und ich habe tatsächlich noch die Variante ohne den Viroblock mit drin, weil das haben sie erst seit diesem Jahr. Aber alles, was man jetzt kauft, 30 Schleifen. Und du kannst halt für Geld dann so Filterpacks nachkaufen. Sind auch nicht besonders teuer. Okay, genau. Ja, sehr geil. Ich auch gut. Ich hab gerade einen bestellt. Sehr gut. Bei der PayPal-Bezahlanimation musste meine Grafikkarte zwar ein bisschen kämpfen, aber die Bestellung hat geklappt. ja gut, ist halt AMD, ne? Ja, ist nicht so einfach. Immerhin sehe ich was. Warum beschwere ich mich? Hey, da bist du schon mal weiter gewesen als ich. Okay, wir haben hier Dinge in den Shownotes, die ich gar nicht verstehe, aber Urban Do kriege ich angeklickt. Genau. Also lustiges Titbit dazu. Sie hatte das damals eigentlich erfunden, weil sie so das genervt hat, wenn sie durch die Stadt radelt oder läuft, dass da halt super viel Feinstaub unterwegs ist. Ne? Und sie kam mit den Urban Do's, glaube ich, Ende 2019 auf den Markt. Und also vielleicht ist auch eine Riesenverschwörung. Und sie hat diese Fledermäuse und so. Aber zufällig war das halt sehr gut getimed und die waren Anfang 2020 dann plötzlich dauernd ausverkauft. Surprise. Ja. Und inzwischen kriegt man sie aber gut. Also dieses Urban Do Ding ist also quasi wie so eine Art Buff mit Filtereinsatz. Okay. Ja, weil die habe ich nämlich zum Mountainbiken dann zum Beispiel halt auch immer zum, ne, oder wenn ich hier wieder mit der antifaschistischen Aktion bei Johnny mitgehe oder so, oben da in Hamburg, dann. Einer bei uns wohnt in der Nähe vom Hambi, ich sag's nur. Ich weiß. Ja. Und ich meine, ich habe immer drauf gehofft, dass sie dein scheiß Dorf endlich wegbaggern, aber der Boden war zu hart. Ben ist der letzte Widerstand in seinem Haus. Genau. Glaub mir, zur Not werde ich fett und leg mich den Baggern in den Weg. Also Pizza als Widerstand. Genau. Ja, sehr schön. Wir sind ja ein Tech-Podcast, der ganz besonders auf Datenschutz achtet. Deswegen wird man diesen Podcast auch niemals downloaden können. Wäre noch schöner. Ist nach DSGVO nicht mehr möglich, leider. Aber ich habe hier eine Karte gefunden in unserem Trello. Und das ist, die heißt Datenschutz, philosophisches Gelaber von Fluinho. Naja, du bist auch dabei. Ja, ich bin auch irgendwie da reingedrängselt worden. Was ist da los? Das ist ein Thema, über das wir schon sehr lange sprechen wollten.
Und zwar geht es darum, das hatten wir, glaube ich, im Sommer mal für Audiodump aufgebrüht. Dass wir gut, sagen, das interessiert die Leute beim CCC eigentlich nicht. Genau. Ne, ich glaube auch nicht. Datenschutz können so die nichts anfangen. Ne? Datenschutz und CCC, ich weiß nicht. Das passt so nicht ganz. Wir sollten das aber mal nach draußen bringen, weil ich hatte ja nochmal so eine Geschichte mit einer sehr hartnäckigen Verkäuferin, die mir unbedingt die Kundenkarte des Ladens andrehen wollte. Warte, wir sollten zuerst das Thema erläutern und dann darfst du rampen, okay? Okay. ist es okay? Nicht, dass ich nachher eins auf die Mütze kriege? Go, okay. Du bist also, der Held des Themas, mach du mal. Ich bin der Held des Themas, okay. Die Idee war einfach mal darüber zu sprechen, dass Datenschutz, es gibt Leute, die sagen, ja, ich lade alles in Public Cloud hoch. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich würde meine Finanzdokumente nie hochladen, aber meine Fotos, ich wink mal Basti zu. Oder alles, es gibt Leute, also auch Finanzdokumente, ganz wichtig. Genau, Geburtsurkunden also der Kinder, alles yeah, Hauptsache zu Google, da ist es sicher. Und ja. Genau darum ging dieses Thema, nämlich jeder hat eine andere Wahrnehmung bezüglich, was sind schützenswerte Daten, weil nach Weihnachten jeder hat ein neues Gerät, jeder nutzt irgendwie sowas, sagt, ja voll gut, ich habe jetzt ein iPad, ich lade am besten mal alle meine Dokumente in die iCloud hoch, dann habe ich die da auch zur Verfügung und ich sitze immer dran und denke mir so, oh Leute, solltet ihr vielleicht nicht tun und dadurch ergibt sich das wöchentliche Datenschutzgespräch, das jeder von uns kennt. Und die Frage ist einfach, ich wollte einfach mal in die Runde fragen, differenziert ihr zwischen schützenswerten Daten und also zwischen sensiblen Daten oder nicht sensiblen Daten? Und wenn ja, was sind für euch Daten, die jeder haben darf? Und was sind für euch Daten, die ihr schützt? Ist tatsächlich also meine Daten, die jeder haben darf, ist Bastis Handynummer. Ja, nimmt ihr mal mit. Danke nochmal. Yes, gerne, also nimmt einfach, findet er eh irgendwo, haben wir schon genug Verrückte gefunden. Aber nachdem du den Ball schon zu mir rübergespielt hast, du wirst erschreckt und verwundert, wahrscheinlich weder noch beides, weil dir das eh alles klar ist, wie viel meiner Dinge beispielsweise in Evernote drin liegen. Einfach alleine aus dem Grund, weil ich irgendwann für mich festgestellt habe, es ist mir mehr wert, in dem Moment, wo ich es brauche, egal wo ich gerade bin, auf Daten zugreifen zu können, ohne mich darum zu kümmern zu müssen, dass mir niemand meine Nextcloud fickt. Ne? Oder was alles bei Google drin liegt. Es gibt eine Stelle, wo ich einen Schnitt mache. Das ist direkt da links am Hoden. Und außerdem das Hochladen von Fotos meiner Tochter in soziale Medien. Das passiert nicht, weil ich möchte, dass sie diese Entscheidung selbst trifft, ob sie das will oder nicht. Und momentan tut sie sich wahnsinnig schwer damit. Ich habe mir das versucht zu erklären. Die AGBs von Instagram vorgelesen, das hat sie einfach völlig ignoriert. Jeden Abend wird eine neue AGB vorgelesen, zum Einschlafen. Also da bin ich also, ganz bei dir. Ich habe ja auch Kids und würde ich auch nie machen. Ja. Aber ich kenne deine Tochter ja noch nicht persönlich. Also wir sind ja noch nicht vorgestellt worden. Ich glaube, der Altersunterschied ist auch problematisch. Aber abgesehen davon kenne ich ja deine Tochter doch aus Bildern und zwar nur aus sozialen Medien. Videos vor allem. Ja, aber Stories vor allem. Ja, ja. Ja, das ist richtig. Ich lade die da hoch, aber halt in eine... Ja, guter Punkt. Du hast recht, ich lade sie hoch, aber sie... Aber sie lädt halt, die ja nicht hoch. Das ist richtig, korrekt. Aber die kann natürlich nicht jeder sehen. Also es gibt natürlich die Möglichkeit... Aber das soziale Medium Facebook kann das sehen. Ja, also das kann das sehen. Das ist der Punkt, über den wir gerade reden, oder? Absolut. Genau, das ist interessant, genau. Das heißt, du hast quasi, du machst den Schnitt bei Fotos deiner kleinen Tochter, aber du lädst sie trotzdem hoch, regulierst aber über einen Mechanismus von Facebook auch noch. Ich hatte jetzt gedacht, du nimmst irgendwas anderes, aber es ist auch noch Facebook. Ja. Und regulierst darüber die Sichtbarkeit. Absolut. Facebook ist aber gut, okay, weil die stemmen sich gegen den Giganten Apple. ja, Freiheit im Internet. Ja. Genau, fürs kleine Business, ne, Leute? Genau. Das ist richtig. Ich meine, Apple will auch das freie Internet untergraben, dass damit und das kostenlose Internet gemeint ist und nicht das freiheitliche Internet. Genau, und was man auch noch dazu sagen muss, der Facebook Messenger hat jetzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt, die man natürlich aktiv anwählen muss und die man nicht nur aktiv anwählen muss, sondern die beide auch noch aktiv anwählen müssen, damit man kommunizieren kann. Also und ist Facebook ist immer praktischerweise der Private Key bei Facebook. Ja, natürlich. Aber Facebook ist sicher. Immer. Moment, sind die Guten.
also ich möchte ihn beim Basti belassen. Zu Facebook muss ich aber doch noch zwei Sätze sagen, weil ich das gerade mit einem Freund, wo die einzige Connection, weil Wire auf seinem Android irgendwie nicht sauber funktioniert oder so. Wir haben bisher noch die Facebook-Connection. Wir haben das dann gewechselt auf diesen Opt-in, Ende-zu-Ende verschlüsselten, in Anführungsstrichen, Dienst. Das ist auch mit Absicht so gemacht, dass du das wirklich gar nicht benutzen möchtest. Notifications, ja, die du kriegst, da steht nur, jemand hat dir eine Nachricht geschrieben. Nicht wer, nicht was, kein nichts. Also nicht wie bei allen anderen Messengern, wo das ja scheinbar geht. Und wenn du dann da reingehst und selber eine Nachricht schreibst, sind deine eigenen Chatbubbles weiße Schrift auf hellgrauem Grund. Und so, ne? Es ist so, alles ist so gemacht, dass du die Funktion nicht benutzt. Just saying. Nee, aber Basti, interessiert mich jetzt. Du hast ja, ne, also du machst den Schnitt nicht im Sinne von, die Bilder meiner Tochter kommen nicht in das böse Internet oder zu den Giganten, Correct. Sondern die nur so, nicht alle Freunde können es sehen oder alle Öffentlichkeit kann es sehen. Naja, also ich muss mich natürlich darauf verlassen, dass Facebook diese Daten oder Videos oder Instagram, ne, ist natürlich am Schluss Facebook, diese Daten behandelt, als wären sie ihre. Und am Schluss ist es natürlich ihr Kernbusiness, dafür zu sorgen, also mit eins ihrer Kernbusiness neben dem Werbebusiness und dem Böse sein. Aber ja, ist ein valides Argument, dass man sagt, sie landen natürlich schon bei einem, auf einem der Facebook-Server. Das ist so, ja. Und das schmerzt dich halt nicht, weil das schmerzt Gründer mich dann nicht. Vom Anfang deiner Ausführungen. Genau, wie Evernote. Genau, also ich meine, die in diesen nur enge Freunde-Kanal auf Instagram und sonst ist es tatsächlich auch nirgends, da landet nichts, also da landen nur sehr ausgewählte Dinge drin und es gibt einen Kanal, wo jedes Bild meiner Tochter drin landet, das ist aber halt ein gekapseltes Ökosystem, wo nur wirklich Mitglieder der Familie Mitglieder der Familie unten, also ich habe gerade auf den Boden gepinkelt, also wisst ihr Bescheid, wo nur Mitglieder der Familie reinkommen, Hassnachrichten bitte direkt an Malik und Johnny direkt. Keine Hose, keine Probleme. Kein Problem, ja. Ich habe auch gerade geschifft. Ja, ich finde interessant daran, wir sind ja alle eigentlich immer in diesem Balance, Balanceakt zwischen Funktionalität und Privacy. Ja. Also immer. Ich ja, das ist, möchte ja man eine Alexa benutzen, ja oder nein und so. Das ist gut. Ah, so eins habe ich auch. Das ist ja eigentlich, also es ist ein sehr, sehr altes, was ist denn das? Nokia irgendwas? Nee, es ist ein mit Motorola. Ja, mit Ausziehantenne. Und das Geile daran ist, man kann also hinten den Akku entfernen, der übrigens auch so riesig ist. Mhm. Und dann kann man da 4 Batterien reinklippen. 4 AA-Batterien und dann läuft das Telefon geil weiter. Cool. Das finde ich absolut einfach nur super. Wobei man noch dazu sagen muss, Privacy ist natürlich null damit, ne? Keine Verschlüsselung im 2G und in der Schweiz wird es auch abgeschaltet. Und so. Super gute Privacy. Du kannst den Akku halt rausnehmen und dann findet dich keiner mehr. Genau. Der Bill Gates mit den Chips hier, die... Ja, gut, aber die hast du schon reinbekommen? Nee, außer jetzt über Chemtrails. Jetzt haben wir Bastis Meinung. Basti, wir können nachher nochmal drüber reden. Es gibt sehr gute Evernote-Alternativen, die meiner Meinung nach sogar noch viel besser funktionieren als Evernote selbst hosten kannst über WebDAV. Wie auch immer, da können wir nachher drüber reden. Oh, WebDAV, das mich direkt verloren. Danke, tschüss. Okay, nicht Nein, wir können nachher einfach mal reden, ja? Und mich würde Bens Meinung interessieren. Ich bin manchmal zwiegespalten. Ich bin jemand, der also wirklich mit der Verkäuferin im Laden rumdiskutiert, weil sie mir die neue Kundenkarte geben möchte, dafür natürlich alle meine persönlichen Daten haben möchte, um mich ein Leben lang mit irgendeinem Werbungsmüll vollzuballern, ich aber auf mein gekauftes Hemd jetzt 10% bekomme. Melanie versinkt dann während sowas immer absolut im Boden, aber ich diskutiere das gerne aus mit der und versuche ihr dann auch zu erklären, dass ich das gerne nicht haben möchte und dass ich gerne mehr zahle, nur dafür, damit sie meine Daten nicht haben. Oder ich habe zum Beispiel auch, ich diskutiere auch mit der Verkäuferin Kaufland, Rewe oder sonst irgendwie rum, weil sie gerne meine Postleitzahl haben möchte, während ich einkaufe. Auch das finde ich irgendwie, ist nicht meins. Ich habe auf den meisten sozialen Medien... Immer 51515, ne?
Also, die Leute fragen sich dauernd, warum kommen die alle aus Kürten hier dahin? Aber immer 51515. Einfach. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe auch in vielen Diensten zum Beispiel irgendwie gar kein, kein Profilbild irgendwie mit wirklichem Gesicht. Es ist aber natürlich, ich bin in so einem Zwiespalt, weil ich spiele ja auch in einer Band und in dieser ganzen Bandgeschichte sieht das wieder anders aus. Also meines Erachtens gibt es bei mir zwei unterschiedliche Personen, Ben. Einmal den Band-Ben und einmal den privaten Ben. Und der Band-Ben veröffentlicht natürlich irgendwo auf dem Band-Account auch irgendwelche, was weiß ich was, irgendwelche Fotos und Backstage macht Schwachsinn oder so. Ja, genau. Oder jetzt halt auch hier irgendwie, ne, mit unserem Videostream. Also ihr könnt jetzt gerade eben in einen Teil meines Büros reingucken. Ne? Will man nicht, kann man aber. Könnte man, ja. Aber deswegen habe ich den Hintergrund auch blurry. Der ist weit weg und unscharf. Mhm. Ich dachte, das wäre Computational Photography. Nee, Schätzchen. Da haben wir doch letztes Mal drüber geredet. Die Rotze gibt's bei mir nicht. Das heißt, Ben hat tatsächlich den Rest seines Raumes mit Vaseline eingerieben, damit es unscharf wird? Mann! Oder wieso geht das doch, ne? Und ziemlich weit nach hinten gerutscht und ich habe mir dafür extra größere Modelle von meinem Schrank und den Skateboards da hinten anfertigen lassen, damit die wieder in der Perspektive sind. Wie ich mit diesem absurd großen Fake-Grafikkartenverpackung, die nie im Leben so groß sein, also in echt sind die ja winzig, die Dinge. Eigentlich hast du dir auch nur einen riesen Dildo bestellt und hast es irgendwie was verpacken lassen. Das ist die Tarnverpackung vom Sexshop, genau. Genau. Apropos, da habe ich jetzt gerade, vielleicht finde ich das schnell, oder C-Light, bist du schneller auf Heise oder auf Golem gerade gesehen, dass jetzt langsam sich die wie hieß die, Buttplug heißt die Software, glaube ich, das ist ein Betriebssystem für Sexspielzeuge, Open Source, kann jeder dran mitentwickeln, dass die sich jetzt dem ersten großen Meilenstein nähert. Ja, kein Witz. Deswegen gibt es auch seriöse Themen in Audio Domains. Ja, gut. Ah, wir sind in der Internet of Things-Ecke. Ja. Tatsächlich. Okay, lass uns einfach Internet of Things weitermachen. Endlich. Passt schon. Okay, okay, zum das ist Beispiel, super. Dann möchte ich gerne Mr. Poops als Version 2.0 integriert in meinen Smart Home haben. Und dafür würde ich mir sogar extra ein Smart Home bauen, damit ich den von hier aus von der Tastatur triggern kann. Ja, okay, aber wäre dann der Mr. Poops mit diesem Buttplug-Betriebssystem, wäre der dann direkt hinten eingebaut? Das ist eine gute Frage. Vielleicht wäre das auch so ein Add-on. Wie bei diesen Hose einbauen. Ja, wo man dann auch mal auf den Bauch drücken muss. Und dann pupst es einfach hinten in echt raus. Fantastisch. Überleg doch mal. Du könntest, wo du gehst und stehst, einfach immer pupsen. Und wenn ich einen unten in der Küche hätte, dann könnte ich quasi andere Leute dann, also die dann in der Küche sind, notifizieren. Ne, wie nennt man das? Benachrichtigen. Also Malik, ich finde es ja schön, dass du immer Leute in diesen Podcast holst, aber mit Ben und Basti hast du hier echt eine unheilige Allianz geschaffen. Du meinst, weil es mit uns beiden ja sonst immer so seriös funktioniert. Ja, ich meine, wir sind die kompetenten Verstehe. Seriositätsbeauftragten. Apropos Kompetenz, wir haben eine Ask-Audio-Dump-Frage aus dem Forum. Jetzt habe ich gerade vergessen, wer es war, weil ich mega gut vorbereitet bin. Und zwar sind ist die Frage... Ja, sorry. Wolltest du noch? Sind wir jetzt zu einem irgendeinem Thema gekommen? Achso, sorry. Privacy, man. Ich kann mich tatsächlich nur Basti sozusagen, ich kann nur sagen, ich bin auch Basti. Mir geht es inzwischen auch wirklich um Funktionalität und, aber ich habe auch keine anderen Leute, die ich, also bis auf euch, wo ich hier immer so Fotos mache und so, die ich mit reinreiße. Ich habe auch jetzt, so Google bin ich jetzt nicht so ein Fan von, ich werfe da nicht so Sachen in so ein Google Drive, aber mit iCloud und auch mit Dropbox habe ich nicht so große Probleme, da mein Zeug reinzutun. Ja, aber was tust du rein? Würdest du deine Steuererklärung da reinladen? Oder was, die Frage war, klar, jemand kann Dropbox benutzen, das ist kein Ding, aber es gibt Leute, die benutzen Dropbox nur für Konfigurationsdateien von Programmen oder von Hintergrundbildern oder Save Games von Games. Die Frage also ist, was du da reinladen würdest. Stimmt, also meine Steuersachen sind tatsächlich nicht drin, die sind in keiner Cloud, aber was zum Beispiel drin ist, sind meine Rechnungen. Also ich habe im Prinzip, du könntest meine Steuererklärung fast machen, wenn du meine Dropbox also, hackst. Jetzt mal unter uns, ne? Nice in dem try, Moment, Johnny. In dem Moment, wo euch euer Steuerberater bitte mach's einfach. Per Datev-Mail den Scheiß schickt, kannst du das auch einfach öffentlich auf den FTP oder Login schieben, weil ne, dieses Datev-Mail-Zeug mit HTML-Dateien, die man runterlädt, die dann, ist völliger Schwachsinn, das ist einfach genauso sicher wie... Da ist nichts verschlüsselt und nichts, weil Elster macht ja immer so einen Riesenaufwand mit Zertifikaten. Kein und Zertifikat, ne? Du musst dich dann am Schluss einfach nur noch einloggen. Das ist ein HTML, das dich auf ein Dativ-Back, also es ist wirklich haarsträubend. Okay.
Ja, also ich glaube da auch tatsächlich dran, dass ich nicht so, dass nicht so wahnsinnig spannend ist, mein kleines Unternehmen. Aber so. Übrigens, um nochmal kurz das Thema zu sprengen, ich habe gerade in unserem Live-Channel nochmal ein Bildchen gepostet. Die neuen AirPods laufen jetzt auch mit der Buttplug-Software. Nice. Ja, ist doch schön, dass Apple sich da auch dem Standard mal geöffnet hat. Ja. Um das mal bei mir zu beantworten, ich glaube, ich bin on the edge, also wahrscheinlich zu wenig privacy-orientiert, aber wahrscheinlich mehr als, also es wird, ich knirsche zunehmend mit den Zähnen, merke ich. Und das kann ich aber auch nur, weil ich sag mal, wenn du eh aus der Apple-Welt kommst oder damit stark sympathisierst, hast du es ja auch relativ leicht. Wenn du, ne, ich sag mal zum Beispiel, ich hatte ja den Google Home Mini hier zum Testen und sowas und dann, es bleibt immer irgendwie so ein bisschen unangenehm oder ich würde kein Gmail benutzen, wenn ich selber einen Mail-Account haben kann. Das ist ja alles nicht so besonders schwer abzustellen, aber Dropbox habe ich seit Tag 1 der Beta so ungefähr. Und würde auch sagen, ja gut, hätte ich jetzt ein Staatsgeheimnis, würde ich es halt da nicht reinlegen. Aber das ist ja, das verkennt natürlich, dass das Hauptbusiness von all diesen Firmen ist ja gar nicht wirklich dein Steuerdokument durchzulesen, sondern eigentlich die Metadaten. Wer macht wann, mit wem, wie oft, was, was für ein Einkommensniveau kannst du daraus ableiten, welche Bildschirmgrößen hast du. Also all dieser ganze Kram, der nachher das Business bedeutet, ist eben nicht unbedingt der Inhalt deines PDFs oder Wirtschaftsspionage. Und dann ist mal halt die Frage, wie viel will man bei dem Spiel mitmachen? Mir geht's da genau wie Ben. Ich habe halt eine Band. Hätte ich keine Band, wäre ich bei Facebook schon lange weg. Also Facebook, Instagram, mich interessiert nicht, persönliche Sachen dort zu posten. Aber wir haben den Ladefuchs. Wir haben so Projekte einfach, die Social-Media-Präsenz brauchen. Und außerdem die Kompetenz da drin zu haben, jetzt sag ich mal als Designer, ne, wenn ein Kunde zu mir kommt, wir bräuchten ein Facebook-Profil für unser Elektroladen, dann müsste ich ja sozusagen auch am besten dazu was sagen können. So, also es ist so ein bisschen, das ist eine Realität da draußen, aber ich muss sagen, wenn ich überlege, was ich vor 10 Jahren auf Facebook noch reingeworfen habe und was ich heute auf Facebook reinwerfe, das dürfte, auf Facebook / Instagram / was auch immer, das ist wahrscheinlich 1% des privaten Lebens von Malik oder so. Ja, früher hat man da ja alles hingeschmissen, das war ja Wahnsinn. Genau, das war der Connect zu den Freunden und Freundinnen und so, und das ist nicht mehr so. Also MySpace und so, ne? Also die ganzen MySpace-Seiten existieren ja immer noch. Ich weiß nicht, die Lycos-Seiten übrigens auch. Die was? Die was? Lycos. Warte ich. Lycos, die Suchmaschine mit diesem Hund. War das dieser Hund? Mit dem Hund. Genau. Ja, die hatten früher so einen Page-Builder. Kurz vor MySpace war das ziemlich in. Diese Seiten sind größtenteils noch live. Ja, genau. Auch so StudiVZ. Aber wenn ich das nicht gesagt habe, die wahrscheinlich nicht genutzt. Nee, aber das ist alles, StudiVZ, diese ganze VZ-Dinger, die sind weg tatsächlich, sind ich hatte weg, irgendwann nochmal geguckt. Und MySpace hatte mal so einen großen Switch gemacht und da ist ganz viel verloren gegangen. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Hier steht, das neue VZ findet ihr unter https://vz.net. Okay, aber es garantiert irgendwer anders, der einfach den Namen sich grabt, oder? Ja, die haben Sicherheit. Hier ist dann auch die Frage, ob wir Box Crypto benutzen. In diesem Zusammenhang. Hatten wir auf jeden Fall auch schon. Wir hatten das mal, ja. Wir haben da mal in einer Folge drüber gesprochen und ich habe, glaube ich, gesagt, ich präferiere Kryptomato über Box Crypto. Was tat das nochmal? Lokale encrypted Laufwerk-Dinger? Also beide verschlüsseln Daten lokal und laden sie dann erst in Clouds hoch. Damit ist es theoretisch möglich, jede Cloud zu nutzen und dann sensible Daten dort abzulegen. Ich fand Kryptomato besser, weil das keine Abhängigkeit zu einer Drittfirma erzeugt und auch kein Accountsystem hat und dich nicht irgendwie reinzwingt, etc. pp. Und es ist deutsch und es ist Open Source. Okay, wir haben jetzt gerade ein Zeitproblem, weil Teammitglieder, Klammer auf, Bastian Wölfle, du bist am Pranger, gehen müssen. Aber wir natürlich eigentlich ihn unbedingt in das Quiz zerren möchten. Und ich möchte auch gerne wissen, warum er sich nicht längere Zeit genommen hat für unsere höchst wichtige Sendung. Wo wir gesagt haben, die geht bis 15.30 Uhr. Ich würde auch noch die dumme Sau hinten dran hängen. Genau. Ja. Plus eins. Fair enough. Ne? Also ich hätte mir tatsächlich gerne mehr Zeit genommen. Das Problem ist, es stand ein Termin, bevor dieser Termin stand. Und jetzt kommen wieder diese lächerlichen Ausreden mit, ich muss noch irgendwo hin. Und du weißt, okay, also du weißt ja, wie... Ne, ich kann meiner Frau jetzt sagen, das wird länger dauern. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, ob was Scheidung, gut diese schwierig. Idee ist. Ja, also wenn dann auch so wie meine, dann weiß ich, geh pünktlich.
ja. Na gut, dann würde ich sagen, werden wir nachher jemand Externes zu Halbwissen der Quiz Nummer 6 einladen müssen, ne? Aber du bist eben, hast du nicht die Krone auch nicht sowieso? Gewinnen, ne? Ja, du musst sie halt auch nicht verlieren. Ah, okay, verstehe. Ungeschlagener Champion. Ja, ist ja, wisst ihr, ist schwierig. Ich muss wirklich super dringend weg. Ja, also ansonsten müssen wir das Quiz jetzt machen oder wir rufen nochmal mit der Telefonnummer nach draußen, ob wir nicht vielleicht doch noch jemanden in die Sendung kriegen. Der ist sicher ja, das machen wir gleich. Ich würde sagen, wir haben ein kleines Thema, da kann Basti auch noch seine 2 Cent zu einwerfen, nämlich das Ask Audio Dump. Und zwar ist es, Moin Audio Dumper, bevor ich jetzt klicke, nochmal die Frage, für die normalen InDesign, Photoshop, Lightroom Arbeiten, kommt man da mit einem Mac Mini M1 mit 8 GB aus? Oder? Und ich niemals. Spontan schrieb, ich niemals was mit 8 GB kaufen. Ja, allein schon wegen Zukunftsfähigkeit. Nicht. Mehr RAM ist immer geiler. Also egal bei was. Würden 128 von meiner Protze unterstützt werden, hätte ich da schon direkt 128 reingeworfen. Genau. Also, kann ich leider nur auch genauso unterschreiben. Ja, 8 ist wenig. Ja, das ist so Mindestvoraussetzung für irgendein macOS. Und wer weiß, was das macOS nächstes Jahr schon haben will. Und dann fängt das Ding an zu swappen ohne Ende. Ja, ich glaube, das war die schnellste Ask Audio Dump ever. So, kauft nichts mit 8 GB. Jetzt haben wir Cat-Content, glaube ich. Johnny? Ja, ich dachte, ich baue mal ein bisschen Cat-Content ein hier. Ich bin da stark allergisch gegen, deswegen werde ich jetzt einfach euch verständlich. Ja, ernsthaft. Ach, was für ein Zufall, ja. Genau, deswegen würde ich euch jetzt hier eurem Schicksal überlassen. Vielen Dank, das war mir ein Fest. Und ich hole mir jetzt meine Prügelstrafe ab. Gut. Okay. Grüß Frau K. und bis bald. Bis dann. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao. Tja. Ich habe dieses Jahr zum Chaos Communication Kongress die Katze mitgenommen. Mhm. Die hat jetzt an ein paar Assemblies teilgenommen und kann die jetzt Schlösser knacken? Ja, vorher hat sie nur gekackt und jetzt hackt sie auch. Das ist, ist eine Art Fortbildung. Okay, Cat-Hack. Kackt. Schwierig. Ja, okay. Werf die gleich ins Bällebad und dann kann sie das Spiel verdammt, du hast ein Bällebad, ich will auch eins. Ja, die Katze hat wirklich ein Bällebad, ja. Verdammt. Dann geht's der Katze besser als mir. Ich wollte immer ein Bällebad offensichtlich haben. Und dabei kommt ich aus KZM. Sorry. Ja, aber leider kein Bällebad. Ich habe mal überlegt, ich hatte wirklich mal überlegt, meine Eltern haben einen Swimmingpool und in dem Garten habe ich mal sehr groß meinen 30. gefeiert. Und da hatte ich echt noch überlegt, ob ich nicht mal irgendwie so eine halbe LKW-Ladung Bälle bestellen soll. Habe dann aber den Preis gesehen und habe dann gedacht, okay, komm, nee, das ist also welche Größenordnung ist das? Es war viel. Also ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Aber es war auf jeden Fall echt viel zu teuer. Okay. Es ist noch nicht so ganz klar. Sagt mir doch mal, liebes Sendezentrum, Tom oder so, haben wir eine neue Zeit-Restriction, dass wir um 15:45 fertig sein sollen? Wir haben jetzt 22 nach 3. Da müsst ihr uns mal einen Ping geben. Aber ich würde sagen, dann machen wir jetzt einfach mal Halbwissen das Quiz, oder? Aber dafür brauchen wir eine Anruferin oder einen Anrufer. Bis 16 Uhr. Bis 16 Uhr können wir machen. Okay, wir haben noch eine halbe Stunde grob. Trotzdem, das Quiz, der Quiz, ne? Rufen Sie nun an. Ich werf kurz die Katze weg. Okay, und ich sag nochmal die Nummer. Nehmt jetzt euer Telefon und ruft an in Wolfsburg unter 05 61 89. Übrigens das Bällebad, Ben. 02 86 8001. Also 05 361 89 02 86 8001. Wer zuerst drin ist, ist drin. Und ihr müsst dann Hallo sagen, weil wir hören an. Genau. Also da hätte ich mir aber wirklich mehr erwartet von dir, Johnny. Das ist ja mehr Bälle. Mehr Bälle drin, aber irgendjemand verteilt die auch immer so sukzessive in der Wohnung. Taucht man an den unmöglichsten Orten auch auf. Okay, gut, das kann ich verstehen. Würde ich auch nicht anders machen. Du musst aber einfach viel mehr Bälle kaufen und dann, ich hätte mal was Ähnliches. Ich habe mal unserem Labrador einen Karton voll mit gebrauchten Tennisbällen geschenkt zu Weihnachten. Sehr geil. Und normalerweise hat er halt so 1 oder 2 Tennisbälle und der findet die total geil und rast halt wie Bescheid immer hinter diesen Dingern her. Und Weihnachten durfte er den Karton zerfleddern und ich habe dem 30 Tennisbälle irgendwie ausgekippt. Und der Hund war den kompletten Tag so überfordert und wusste nicht mehr, was er machen sollte, dass ich ihm wirklich dann am Ende wieder ein paar weggenommen habe, damit er halt einfach nicht einfach nur von links nach rechts titscht.
Ja, die Katze war auch erstmal extrem erstaunt. Also ich hatte zuerst nur so ein Dutzend Bälle da drin, die ersten zwei Wochen. Dann habe ich einfach so, die gibt es in so Beuteln, das sind so einfach so Stoffbälle, also so Baumwollbälle. Dann habe ich das nochmal nachgefüllt mit, jetzt sind es glaube ich, 48 oder mehr insgesamt. Und dann lag sie da auch erstmal vor und hat geguckt, als ob irgendwie, als ob magisch über Nacht sich diese Bälle vermehrt haben. Dabei kann die doch drauf kommen, dass ich die gekauft habe. Ich meine, das war eigentlich naheliegend. Ja, absolut. Dummes Biest. Ist auch geil, wie sich gerade keiner traut anzurufen. Wir haben offensichtlich... Naja, das sind ja Nerds. Ne? Normalerweise sind die ja schon wach, wenn wir senden. Und jetzt wobei, ist ja früh. Also ich meine, ich habe ja auch... ich sag mal, ein Teil von Ben möchte ja halt auch zum Beispiel wie hier jetzt rausgehen in die Welt und gibt sein Videobild frei. Ich war aber mal auf der... ach, wie heißt denn das jetzt? Es gibt ja diese 2D-Welt auf der RC3. RC3, Und ich habe da so mein Mannequin zusammengestellt, bin dann da so ein bisschen rumgerannt und es war relativ, es war anscheinend eine Uhrzeit, wo nicht viele Leute unterwegs waren. Und auf einmal stand ich rum und zack, ging oben rechts irgendwie ein Kamerabild von irgendjemandem auf. Das hat mich so schockiert, dass ich direkt das Browserfenster wieder geschlossen habe, um dann nachher festzustellen, dass es wohl automatisch an ist. Du es warst. Ach so. Nee, es war kein Spiegel. Aber wenn man näher an den Personen dran steht, dann kriegt man automatisch irgendwie ein Videobild. Und das war im ersten Moment, war ich schüchtern. Ja, das süß. Ist irgendwie merkwürdig, das stimmt. So, spielst du jetzt alle Bühnen? Ah, hallo. Wen haben wir? Moin, moin. Moin, moin. Mach doch mal bitte dein Radio leise. Ich bin im komplett anderen Raum. Also müsste eigentlich gehen. Okay, es klingt nach sehr mumpfigem Audio. Ist das irgendwie so ein AirPod-Kram? Telefon? Echt? So besser? Ja, ich glaube schon. Das ist doch bestimmt ein Patrick. Ja, das ist richtig. Stimme erkannt. Wer den Sealights Eintopf kennt, kennt diese Stimme. Die Gitarrenhoffnung aus Bremen. Oh Gott, ja. Hi. Ja. Das ist Hauptstadtstudio in Bremen. Genau. Ja, geil. Du willst der Quiz mitmachen und hast Halbwissen mitzubringen, hoffe ich. Weil ja, ich hab gedacht, ich erlöse euch mal, bevor ihr noch weiter auf den Anruf wartet. Ich habe keine Ahnung, wie gut ich sein werde, aber ich habe gedacht, ach komm. Ich hoffe relativ schlecht. Dann kann ich ja wenigstens auch nochmal einen Blumentopf gewinnen. Ich glaube, heute gibt es eine Grafikkarte, oder? Ich glaube, so eine 6900 XT Radeon. Ja, falls man die verschickt bekommt, weil die ist halt 20 Meter lang. Das Problem ist die Palette. Ich will den Karton haben, bitte. Der ist so cool. Ich habe hier noch eine Palette liegen. Das ist kein Problem, die kann ich dir Johnny, einfach schicken, Johnny. Das ist doch AR, oder? Das kann doch nicht ernsthaft so groß sein. Halt mal deinen Unterarm daneben, hier beim Videobild. Ist auch geil, der Unterarm ist so 30 cm, mit Hand vielleicht 40, 45. Mein also Gott, der Karton ey. Ist. Oh, die Karte ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Karte tatsächlich 34 cm lang. Wobei, so wahnsinnig viel kleiner ist der RTX-Karton auch nee, nicht. Nee, also, die GeForce-Dinger sind auch sind ja auch lang. Mhm. Krass. Und das war auch der Punkt, der mich absolut geschockt hat. Ich habe jetzt so einen Trümmer da vorne in meinem Rechner drin. Also, ich habe auch Angst um meinen Rechner jetzt, wo da so ein Riesengerät drin ist. Nichtsdestotrotz. So eine Unwucht kriegt. Ja. Halbwissen, der Quiz. Ist übrigens ein ganz komischer Effekt, dadurch, dass ich gerade ja keine Grafikkarte habe, ist alles hier so ein bisschen gestretched auf meinem Bildschirm. Und jetzt ist geil, wenn ich jetzt auf mein Telefon gucke, wo ich die Quiz-Notizen habe, sieht es aus, als ob alles nach oben gestretched ist, weil sich meine Augen dran gewöhnt haben. Also, ich dachte gerade, habe ich einen Knick in der Linse oder ist irgendwie, oder ist iOS jetzt die Typo kaputt gegangen? Nee, ich habe tatsächlich einen Knick im Sehnerv. Halbwissen, der Quiz. Gentlemen, Sie kennen die Regeln. Ja, alle da draußen. Es gibt immer Doppelfragen. Das ist ein Halbwissensquiz. Dementsprechend muss eine der Fragen richtig beantwortet werden und eine muss falsch, aber relevant beantwortet werden. Relevant bedeutet in diesem Fall, wenn die Frage wäre, wie heißt die Band von Malik Aziz, dann wäre die Antwort Johnny Deathshadow zwar falsch, aber zulässig, weil das würde passen. Die Antwort Brotbackautomat hingegen wäre nicht zulässig, weil wenn es jetzt wenn es jetzt nicht eine ganz avantgardistische Indie-Band ist, wird sich wahrscheinlich bis jetzt keine Band Brotbackautomat nennen. Na, bei Huckel bin ich mir nicht so sicher, ja. Ansonsten ist diese Idee hiermit abzugeben gegen geringe Lizenzzahlungen. An der Stelle möchte ich eine Band grüßen,
ich weiß gar nicht, ob es die in Wirklichkeit gibt, die ist aus dem Hörspiel, aber ich finde den Namen so grandios. Blind Drunk. Kennt ihr die? Blind Drunk. Ich möchte die Band 3 Meter Feldweg grüßen an dieser Stelle. Ist Blind Drunk nicht aus Point Whitmark? Gut, you lost werden me wir werden das nachreichen. Ihr beantwortet, indem ihr buzzert, das heißt, ihr ruft irgendwas rein und dann könnt ihr beantworten und auch kein anderer. Das heißt, man kann, wenn ein anderer antwortet, nicht irgendwie klauen. Man kann, wenn man falsch, entweder zwei falsch oder zwei richtig beantwortet, kann man Punkte verlieren, nicht mehr als null. Also es gibt keine Minuspunkte. Man darf nicht googeln, der Slack darf nicht vorsagen. Und es gibt wie immer drei Fragen und einen Tiebreaker. Das heißt, wenn jemand nach drei Fragen der klare Sieger ist, gibt es trotzdem einen Tiebreaker, weil ich keine Lust habe, ihn nicht zu machen. Wer gewinnt, ist dementsprechend immer offen für den Tiebreaker. Gibt es im Zweifel so viele Punkte wie für alle anderen Fragen zusammen. Und ja, fühlt ihr euch bereit? Hochgerechtes Spiel. Ja, halb. Perfekt. Ausgabe 6 von Halbwissen, der Quiz, ist die frische, junge Startup-Edition über coole Tech-Startups. Frage 1. Wer war neben Woz und Jobs der dritte Gründer von Apple, bekannt vom Lisa-Computer, der leider nicht Steve hieß? Und welcher beliebte Charakter, also vermutlich der gleiche Mensch, aus American Psycho, war Mitgründer von Microsoft? Also, wer war der dritte Gründer von Apple und welcher American Psycho-Charakter war Mitgründer von Microsoft? Patrick, alle hoffen auf dich. Ja, nee, kein Stück. Ich dachte, ihr seid jetzt inzwischen hier harte Quiz-Veteranen. Ja, absolut nicht. Ich habe auch nicht die... Ich kenne keine Namen. Keinen Schimmer. Null. Ich auch nicht. Und mal googelt. Meine Mutter ruft gerade an. Telefonjoker. Telefonjoker. Aber auch geil, weil digital. Also weil ich habe ja auch Flugmodus drin und deswegen GSM konnte sie auch gerade nicht anrufen, hat sie jetzt gerade digital angerufen, weil WLAN habe ich natürlich an, damit das Kamerabild crazy durchgeht. Okay, also keiner von euch weiß, hat eine Doppelantwort für mich. Nein, leider nein. Ist lustig, ne? Also ich hatte auch nicht richtig auf dem Schirm, wer der dritte Apple-Gründer ist. Der dritte Apple-Gründer war Ronald Wayne und der Mitgründer, der auch in American Psycho ein Charakter ist, war Paul Allen. Paul Allen ist ein zentraler Charakter in dem sehr guten Film American Psycho und er hat auch bei Microsoft irgendwas gemacht. Es steht 0 zu 0 zu 0 zu 0. Ist das wirklich der gleiche Typ? Nein, das ist in American Psycho ist es natürlich so ein Banker, der dann okay später auch umgebracht wird. Und bei also Microsoft war es wahrscheinlich so ein Nerd mit einer Brille. Ja, ja, okay. Ja. Nee, weil ich frage, weil hier Scott Forstall zum Beispiel macht ja jetzt gerade Karriere am Broadway und macht Musicals und so. Also nee, Paul Allen ist tatsächlich schon ein Charakter bei dem, der, okay, glaube ich, sogar zufällig, weil das Buch ist ja auch schon ein bisschen älter, so heißt. Ja. Frage 2. Welche Firma ging aus dem Unternehmen Software Development Laboratories hervor und hieß genau wie das erste Produkt? Und aus welchen beiden Firmen hat sich 1992 Macromedia, bekannt durch die Zukunftstechnologie Adobe Flash, gegründet? Stimmt, Macromedia. Wir sind aber heute auf Fragen. Ey, was kommst du denn? Was soll denn das mit diesem Wissen immer? Ich dachte, ihr seid Nerds und wisst alles. Aber doch nicht von 1970. Ich habe so Startup-Facts rausgesucht. Halt. Also, da warst du schon 12. Das ist nicht so frisch. Ja. Ich hatte noch keine Aktien von Macromedia. Ihr wisst doch auch sonst immer irgendwelchen Quatsch, den ich mir hier rausgesucht habe. Ich habe auf Flo gehofft, aber... Ja, aber Macromedia... Also welche Firma ging aus Software Development Laboratories hervor und welche beiden Firmen sind zu Macromedia geworden? Software Development Laboratories, bestimmt... Ich sag mal MERP. Ja, okay, Malik. Hm. Ja, Software Development Laboratory, natürlich Adobe. Und die beiden Firmen sind Makro und Media. Ich finde, das sind gute Antworten. Leider, stimmt beides nicht. Software Development Laboratories ist natürlich Oracle, logisch. Klar. Und MacroMind und AuthorWare sind zu Macromedia geworden. Aber weil ich die Antwort gut finde, kriegt Malik 0,5 Punkte dafür.
fast Halbwissen gehabt. Ich habe noch nie so halb Leute, vorne gelegen wie zu antworten. Ja, genau. Ich habe wohl ein bisschen sehr harte Sachen rausgesucht. Okay. Mhm. Es steht 0,5 zu 0 zu 0 zu 0. Und wir kommen zur dritten Frage. Mitarbeiter von welcher Firma haben SAP gegründet und wie hieß der Vorläufer der Suchmaschine Google? Boah, voll geil, aber ich habe keinste Ahnung. Der Vorläufer, also wir reden von einem Google-Produkt, das noch nicht Google war, oder was? Weil es gab die Suchmaschine, die dann später, die Suchmaschine von den gleichen Leuten, die dann später Google hieß. Die hieß anders? Okay, ich sag mal Bzzzt. Mhm, Flo? Telekom und Fireball. Auch beides falsch, sehr gut. aber schöne Antworten. SAP hätte ich jetzt gedacht, kann jemand wissen, das waren Mitarbeiter von IBM. Oh. Und der Vorläufer von Google hieß Backrub. Also irgendwie ein wirklich komischer Name. Noch Fireball Search kennt ihr noch, oder? Ja. Ja. Sagt ja. mir auf jeden Fall auch noch was. Ich kenne auch Metacrawler. Dann haben wir jetzt einen Gleichstand, 0,5 und 0,5 und 0 und 0, also alle gleich. Und dementsprechend müssen wir leider den Tiebreaker machen. Und es geht ja weiter um heiße Startups. Wie lange gab es den sehr erfolgreichen Streaming-Anbieter Quibi, der mit einer kleinen Finanzierung von 1,4 Milliarden Dollar gestartet ist? Map. Quibi war ein Kurzfilm. Das ist ein Tiebreaker, alle können antworten. Stimmt, alle können antworten. Und die Frage ist, wie lange gab es den und wer am nächsten dran ist, der gewinnt. Also Patrick, Ben, ihr könnt auch. Ich sag 7 Monate. Patrick sagt 5 Jahre. Flo? Ich sag 1 Quartal. Ein Quartal, also. Ich sag 7 Monate. 3 Monate. Malik, du hattest was gesagt? 10 Monate. 10. Okay. Damit ist der neue Champion des Halbwissen-Quiz Ben. Quibi gab es nämlich fast genau 8 Monate. Und zwar vom April 2020 bis Dezember 2020. Ja, sie haben es geschafft, mit sehr viel Geld einen Streaming-Dienst mitten in die Corona-Zeit zu starten und völlig auf die Fresse zu fallen. Einem sehr komischen Plan. Es geht um so Kurzfilm-Content und So TikTok. Also französisches Art-Kino. Ja. Ja, also komische auch so Formate, die dafür extra produziert wurden. Also da war sehr viel so Hollywood-Geld auch hinter. Mhm. Und das hat alles nichts geholfen. Ja, eine sehr schwierige Folge, Halbwissen der Quiz. Vielleicht sollte ich mir nächstes Mal wieder was Leichteres ausdenken. wie heißt mit ihr Katzen? Mit Vornamen? Ja. Sowas wie heißt Malik? Wie ist der erste Buchstabe vom Namen von Malik oder so? Ben, Glückwunsch. Du hast deinen Titel wiederum. Patrick, vielen Dank fürs Teilnehmen. Es hat leider dieses Mal nicht geklappt. Vielleicht ja nächstes Mal. Und Ben, dir wird die Grafikkarte per Spedition dann. Mhm. Ja, das geht ja nicht. Die passt ja nicht mehr bei ihm. Deswegen kann ich natürlich passt sie. Ich habe noch 2 PCI Express 16-fach frei, schätze ich. Ja, aber nicht 24 Meter. Naja, kann ja und auf der Netzteil also kann ja macht auch man nichts. Den Tower dann auf, der wird dann das auch. Das stimmt, aber ich habe aktuell gerade 2 Netzteile hier liegen. Überleg mal, wie viel Noctua-Lüfter du dann aber brauchst. Oh, übrigens, Fun Fact: Ich habe durch die Popelei tief ins Innere meines Computergehäuses festgestellt, dass ich sogar noch einen Noise-Blocker da drin habe, anstatt eines Noctuas. Der fliegt jetzt morgen raus. Aber das heißt, du hast ihn nie gehört. Nee, irgendwie nicht. Ja, war ja ein Noise-Blocker. Also. Aber habe ich doch sehr verwundert, weil irgendwie war der Lüfter nicht, ich habe den nicht gesehen. Okay, ich habe danke Johnny für dieses sehr, sehr gute immer Quiz. Gern. Danke. Schade, Patrick, dass ihr nichts wisst, aber gut. Halb, kann man nicht einen halben Punkt nicht geholt. Mal halb, quasi. Wie viel hast du denn geholt, Johnny, komm. Ich wusste also, natürlich alles sofort. Ja. Ich mache das Quiz ja aus meinem Kopf, ich google dafür ja auch nicht, klar. Klar. Es war so schön, als Silat das Quiz gemacht hat. Das waren gute Zeiten damals. Ja, Lackmustest. Ich habe einen Tipp. Und zwar, wir ranten ja hier immer zu Recht darüber, dass Spotify einfach da sollte man keine Podcasts hören. Und Menschen tun das aber, weil, das ist meine eine App für Audio. Und das hat Spotify natürlich auch so eingerichtet. Und wir sagen deswegen, dass das scheiße ist, weil Spotify möchte sozusagen mit unseren
hart produzierten Inhalten Leute an ihr Abo-Modell binden. Wir sehen davon gar nichts. Sie haben oft Podcasts einfach so in ihr Verzeichnis reingeholt. Sie hosten die nicht mal. Sie geben dafür dann auch keine Statistiken raus. Es ist auch ein sehr schlechter Podcast-Player, der auch immer vergisst, bis wo du in welcher Folge was gehört hast, wie die Folgen hintereinander sind, wird durcheinander geworfen und so. Es gibt keine Shownotes, es gibt keine Bilder von Kapitel. Also das ist einfach Schrott, das Ding. Problem ist, was ist, wenn du jetzt einen exklusiven Podcast dort hören möchtest? Und du hast jetzt verstanden, dass es Podcatcher gibt, viel bessere Podcast-Player-Programme als das. Also euch da draußen muss ich das wahrscheinlich nicht erklären, aber der Welt muss man das noch sehr erklären. Ja, was macht man dann? Und da gibt es jemanden, der hat sich einen Service ausgedacht, nämlich Spotifeed. Und damit kann man Feeds aus Spotify raus, also zum Beispiel exklusive Podcasts von Spotify, rausholen und in einen normalen Podcatcher hören. Also ich habe das jetzt nicht probiert, ob fest und flauschig oder was es da gibt. Joe Rogan zum Beispiel ist ja jetzt auch exklusiv für 1 Milliarde Dollar gekauft worden und geht quasi off-air nach 20, 30 Jahren außer halt in Spotify. Ob man das da jetzt auch rausbekommt bei den Exklusiven, aber ich glaube, es geht mit allen. Also wenn ihr eure Spotify-Podcasts befreien wollt, habe ich jetzt in den Shownotes einen Link. Spotify.timdor D-O-R-R, Tim heißt wahrscheinlich Name des Programmierers, timdor.com, spotifeed.timdor.com. Da kann man einfach die Spotify-URL reinwerfen und dann kriegt man eine öffentliche. Ich habe es, wie gesagt, nicht probiert, weil ich gar keine Spotify-eigenen Podcasts höre oder suche oder so, aber das ist auf jeden Fall was. Wenn da jemand jetzt auch vielleicht gerade Live-Feedback zu hat, sind wir neugierig und interessiert. Ich jedenfalls. Finde ich auf jeden Fall ganz gut, das freie Podcasting fights back. Also damit können wir quasi festhalten, dass Spotify im Endeffekt das ist wie der Nachrichtendienst von Facebook, ja? Der Messenger von Facebook, den man niemals haben wollte. Oder das E-Mail-Programm von Facebook. Ja, ich würde mal sagen, der Musikservice macht ja auf eine gewisse Art und Weise Sinn. Aber was das Podcasting angeht, finde ich, das müssen sie sich nicht in ihren goldenen Käfig reinsperren. Ja. Das ist wirklich das einzige freie Medium, wo wir alle auf höchster Qualität machen können, was wir wollen, wann wir wollen und die Daten dafür behalten. Dann sollte also man an dieser Stelle vielleicht nochmal https://podimo.net empfehlen. Wichtig ist das .net hinten dran. Mhm. Da kriegen Sie eins sehr gute Podcasts von alles. Und damit leiten wir über zu Benz Heizung. Ach so, nee, die Benz Heizung hatten wir ja schon. Die Benz Heizung ist die neue GeForce. Die schaufelt nämlich jetzt gerade im Kubikmeterweise 60 Grad warme Luft raus. Damit leiten wir über zu Benz Xbox Series X. Das da war ich auch jetzt seine neue vorbereitet. Das ist auch meine neue Heizung. Nein. Da wollte ich nur noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, also ich habe ja auch sehr lange auf zum Beispiel die neue Xbox Series X geschielt. Genauso wie auf die neuen Grafikkarten. Warum heißt die Series X? Was ist der Unterschied zu? Damit man das Xbox Sex abkürzt. Ich glaube, die haben die Benennung von Apple übernommen. Die eine hieß Xbox One und die andere hieß dann Xbox One X und dann gab es die Xbox One S und jetzt gibt es die Xbox Series X und die Xbox Series S. Also das mit den Typenbenennungen ist Microsoft da bei der Xbox wirklich richtig gut. Ist völlig logisch. Ja, definitiv, ja. Absolut. Da kann Sony sich noch eine Scheibe von abschneiden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist jetzt die PS5 besser oder die PS4? Aber es gibt ja auch noch die PS4 Pro, weil in der Schule ist ja eine 1 auch besser als eine 6, von daher bin ich unsicher. Das hat Xbox schon besser drauf. Ja, ich bin auch durcheinander gekommen. Du kannst dir eine PS4 Pro Max kaufen. Ja, und dann gibt es ja noch Xbox for Windows. Also Okay, also Series X ist einfach die aktuelle Xbox. Genau, ist das aktuelle Super-Flaggschiff, was man eigentlich gerne haben möchte, aber nicht kriegt. Weil es ist halt natürlich, auch wie bei allem anderen, immer ist ein neues Gerät überall. Halt, ne? Ja, das ist zum Kotzen. Es ist immer überall ausverkauft. Und ich bin ja irgendwie so, wenn ich da mal spiele, dann halt so irgendwie doch so ein Konsolenzocker, also gerne unten auf der Couch vom Fernseher, anstatt jetzt irgendwie hier am Rechner. Und dann möchte ich jetzt mal da quasi ganz kurz von erzählen, dass meine herzallerliebste Frau es geschafft hat, mich so beim, was hatten wir jetzt? Weihnachten war das, ne? Bei Weihnachten so in die Ecke zu treiben, dass die mir irgendwann Ehe muss so schön sein. Absolut.
irgendwann ein Paketchen überreichte und Ben kramt nach Dingen. Ein großes, großes Paket. Grafikkarte, ach nee. Da war dann dieser Karton drin. In diesem Paket. Also davor hatte sich mich schon ein paar Mal auf dem Leim-Rennen, wie geht dieses Sprichwort? Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall, davor hatte sie mich schon ein paar Mal veräppelt und dann hat sie mir irgendwie ein riesig großes Paket gegeben und dann waren da irgendwie, was weiß ich was, ein Kanister, irgendein anderer Pferdekram oder sonst irgendein Mist, den keiner braucht. Sehr gut. Und ein Kanister T-Shirt. Kanister Pferdekram. Das ist ein schöner Sendungstitel. Oh, wir müssen übrigens auch noch den Sendungstitel-Thread machen. Ja, stimmt. Und auf jeden Fall, irgendwann dann, nach diversesten Aufreißungen von irgendwelchen schönen, hübsch eingepackten Geschichten, habe ich dann diesen Karton gefunden. Das sieht aus wie also so ein Xbox-Karton mit so grünen Dingen drauf. Das sah ich oft schon in der Werbung. Also das ist der den Karton, Xbox der Series X-Karton. Und dann habe ich mir, bin ausgerastet hier vorne, weil ich versucht habe, seit Ewigkeiten diese Konsole zu bekommen, aber für einen normalsterblichen, regulären Preis und nicht für den irgendwie hier Scalper, ich habe mal 500 davon bestellt, Preis, ne? Okay. Und dafür war ich dann also wirklich zu geizig. Und dann habe ich den Karton also aufgerissen, habe mich fürchterlich gefreut und sehe so an der Seite sind so diese Sicherheitssiegel. Mhm. Die sind nicht an der richtigen Position und waren schon mal auf. Und dann dachte ich mir, du Arsch. Doch ein Toaster. Genau. Hm. Wieder ein Kanister Pferdekram. Ein Pferd, bitte. Jetzt brauchst du auch die Kanister Pferdekram. Okay, jetzt hat sie mich jetzt quasi schon das allerletzte Mal irgendwie, jetzt kriegt sie mich noch das bei dem letzten Geschenk und dann mache ich dieses Ding auf und es ist wirklich drin eines Xbox Series X nagelneu verpackt mit allem drum und dran, mit Folie drauf und allem möglichen Kack. Und jetzt ist sie bin schon ich stolzer Besitzer und ja, die ist schon weg leider. Jetzt bin ich also stolzer Besitzer von einer Xbox Series X und eine Einrichtung war übrigens, ging absolut super easy, also einfach nur du Handy hast jetzt nehmen. Auch Glasfaser, du musst nicht die ganze Nacht auf deine 700 GB Updates warten. Das ist so schlimm. Nee, Handy nehmen und innerhalb von ein paar Sekunden ist das Ding also quasi auch mit Update installieren und so weiter eingerichtet und vollkommen funktionsfähig. Und dann dachte ich mir, okay, dann nimmst du dir den besten Next-Gen-Titel, den du jetzt gerade in deiner Mediathek hast, hab mir dann Tomb Raider Anniversary ausgesucht. Das ist die Remake-Version vom allerersten Tomb Raider, was also schon damals auf der Xbox 360 lief. Auf den Knopf gedrückt und es installierte und es lief und es war sofort da und es ist irgendwie geil, dass du mit der neuesten absoluten Ultra-Raytracing stärksten Konsole der Welt, die es da gerade so gibt, irgendwie immer noch die ganzen Spiele, die es schon auf der Xbox One, auf der Xbox 360, auf der Xbox Original oder was weiß ich was, wie der Kram jetzt heißt, irgendwie, dass du die halt direkt so ohne Probleme spielen kannst. Und dann habe ich mir mal so dieses Internets angeguckt, was ist denn jetzt so überhaupt, also wenn man jetzt die geile High-End neue Superkonsole hat, was man denn jetzt so spielen kann. Und irgendwie gibt es keine High-End neu rausgeworfenen High-End-Titel Cyberpunk für die soll neue. Super sein. Ja, aber nicht auf den Konsolen. Ne? Super. Upsi. Auch auf PC ist das Bugfest 2020. Aber naja, also es ist ja so, dass Sony wohl tatsächlich auch schon anfängt, Spiele zu verschieben, weil keiner die Konsolen hat. Ja, gut, gibt die Konsole ja auch nicht. Ja. Aber also jetzt wollte ich nur. Wo hat sie einfach her? Euch einfach mal so hier. Ich hab, vom Laster gefallen. Nee, nicht so ganz. Also sie hat sie auch für wohl sehr, sehr wenig mehr als den originalen Preis gekauft, weil jemand bei seiner Auktion sich oder bei seinem Angebot sich irgendwie verschrieben hatte. Mhm. Ergo war das auch ein, glaube ich, dubioses Viertel irgendwo in Krefeld. Ja, gut, nicht aus England, die üblichen Pseudo-Versand. Nee, sie konnte das hier abholen, hat auch noch einen Bekannten von uns mitgenommen. Krass. Und hatte also auch das viel Bargeld in der Hosentasche. Das fand ich wirklich krass. Wer ist denn so nett zu dir? Verstehe ich nicht. Ja, von mir hat die nicht das so viel gekriegt. Verrückt, ja. Also, ich hab dir gesagt, hier komm, da kriegst du ein paar Socken aus Eulen gehäkelt mit und Pferden das drauf. War's. Ja. Nee, Quatsch, ganz so schlimm war es nicht. Aber also ich bin schon, ich renne demütigst in der Gegend rum die ganzen Tage über schon und versuche alles irgendwie ihr möglichst gefällig zu machen. Ja. Das ist okay, wirklich was krass, ist der, also hat sie mich geschockt. Ja, ich wollte gerade fragen, ich als Konsolen-Komplett-Noob, dein Kamerad gerade wieder aufgegeben, Akku. Oh ja, stimmt, da muss ich jetzt gleich meinen Akku wechseln. Ja, ich als Komplett-Noob, was ist jetzt so in
Management Summary geiler an dieser Xbox? Irgendwie Grafik ist irgendwie hübscher? Oder? Das ist alles natürlich viel, viel fetter. Das Ding kann nativ 4K also kann auch Raytracing, ne? Also das ist ja jetzt anscheinend so in der ganzen Gaming-Szene der heiße Scheiß. Mhm. Alles muss jetzt überall nur noch geraytraced werden. Mhm. Und es hat, du kannst halt immer umschalten zwischen Performance-Modus und Quality-Mode. Also zumindest bei den meisten Spielen jetzt irgendwie, die gerade eben für die Konsole rauskommen oder gepatcht werden auf die neue Konsole. Also mehr Frames oder mehr Auflösung? Genau, mehr Frames oder mehr Detailgrad. Auflösung bleibt dann gleich. Also das Ding schafft halt auch 4K 120 Frames, ich glaube 4K 60 Frames. Mhm. Ja, okay, das wird ein spürbarer Unterschied sein. Was hat denn die Xbox 4 gemacht? Du meinst die Xbox One? Entschuldigung, die X-Series minus 1. Die Xbox also One Alpha. X. Das Ding kann Pro also Active Tourer bis zu 8K Edition. 8K HDR-Ausgabe ist jetzt auch gerade das heiße Thema. Ne? Die kann 4K bis 120 Frames. Mhm. Hat einen 4K Blu-ray-Player drin, wenn du es denn dann möchtest. Und was halt auch ganz cool ist, ist, endlich sind Solid-State-Disks, also SSDs, bei den Konsolen angekommen. Und, vorher noch nicht? Richtig, also die haben so proprietäre Lösungen, die nochmal extra schnell sind. Aha. Also die haben jetzt wirklich, also teilweise sind diese Ladezeiten von dem neuen Ding so rasend schnell, davor hast du eine Minute gewartet und jetzt ist es mehr oder minder sofort da. Und du kannst, was auch noch ein ganz nettes Feature dabei ist, du kannst also im Endeffekt ein Spiel pausieren, ähnlich wie jetzt bei Apple in der iPhone-Welt oder so. Ja. Switcht auf ein anderes Spiel und das Spiel ist, wenn es diese Technik unterstützt, innerhalb von ein paar Sekunden wieder sofort da. Also direkt wieder aus dem Hintergrund abrufbar. Also du kannst jetzt sagen, wenn du jetzt gerade eben im Halo durch die Gegend ballerst und dann aber jetzt trotzdem lieber Autorennen spielen möchtest, kurz switchen. Mhm. Und wenn das Spiel vorher an diesem Punkt schon offen war, dann ist es also so mehr oder minder sofort da. Das ist also auch eine coole Sache. Mhm. Und wie gesagt, es ist also jetzt quasi die RTX 3090 unter den Spielekonsolen. Hm. Jetzt kommen wir aber zu meinem Problem. Es gibt keine neuen Spiele für die neuen High-End-Konsolen. Außer noch Cyberpunk. Nicht. Und das ist buggy wie Sau. Ne? Also das kannst du jetzt gerade echt nicht spielen. Ich mein, das wird doch dann einfach mit Auslieferung von Konsolen in den nächsten 2-3 Monaten sehen. Aber normalerweise hat man bei so Konsolen immer so die Star, also quasi die Titel, die die Konsolen verkaufen. Also, weißt du, die PlayStation drückt die neue Konsole raus und auf einmal hast du 5, 6, 7 Spiele. Nee, daran fehlt es bei dieser Generation ganz eindeutig. Also gibt es wirklich absolut, nur ein paar Exklusivsachen, also richtig wenig. Und einfach generell kaum was, was nicht ein Port ist von was vorher auf dem PC oder eben auf der vorigen Generation rausgekommen ist. Also bei der PlayStation ist ja genau das gleiche Problem. Die meisten Spiele sind irgendwelche PlayStation 4 abgescalte Ports dann, die du spielen kannst oder so. Mhm. Ja, und ich weiß nicht. Ist denn da was angekündigt oder so, Johnny? Was sagt die Gaming-Welt? Bestimmt. Ich weiß allerdings tatsächlich auch gerade nicht so, was jetzt das Ding ist, was jetzt kommt, wo alle Leute sich krass drauf freuen, also oder vor allen Dingen so was in Sachen Exklusivspiele, ne? Ich meine, natürlich kommen Spiele, aber wenn die auch für den PC kommen, dann ist dieser Next-Gen-Kram ist jetzt irgendwie nicht mehr so da, ne? Also du hast halt jetzt nicht irgendwie dieses Spiel, was jetzt die 95 Millionen Ultra-Teraflops, die das Ding jetzt gerade raushauen kann, auch wirklich wo man das Gefühl hat, das wäre auch vorher gar nicht möglich gewesen, ne? Das fehlt irgendwie so ein bisschen. Das geht mir nämlich auch total so, dass ich gar nicht so bei diesem Next-Gen-Ding so an Bord bin, weil irgendwie fühlt es sich nicht an wie Next-Gen. Also bei Sony kommt jetzt halt Horizon, also der Nachfolger von Horizon Zero Dawn, Horizon 2 Forbidden West und God of War 2. Dann kommt für beide kommt Far Cry 6 halt, aber es kommt natürlich auch für PC. Und ansonsten kommen halt viele Ports, also GTA 5 kommt nochmal raus für die PS5. Witcher 3 kommt neu kaufen? Für die beiden. Ja, es gibt auch teilweise auch so Upgrade-Versionen. Witcher habe ich jetzt auch zum Beispiel, das ist wieder ein geiles Feature, du kannst dir die Xbox-App aufs iPhone ziehen und dann kannst du entweder zum Beispiel Remote spielen, also ich kann jetzt quasi auf dem Klo sitzen und trotzdem irgendwie meine Xbox-Spiele spielen, wenn ich einen Controller mit habe. Oder du kannst aber auch halt zum Beispiel Spiele installieren und die ganze Spiele-Mediathek ist ja über meinen Xbox Live-Account schon direkt drin. Das heißt also, ich kann jetzt, was weiß ich was, duschen und sag meiner Xbox unten, ach, installiere mir doch mal auf der neuen Konsole irgendwie The Witcher 3. Das habe ich jetzt letztens übrigens auch gemacht und die neue Version davon sieht schon um einiges besser aus auf der Series X als auf der normalen Xbox One. Also ich habe davor und habe auch jetzt immer noch die Series One oder das die Xbox One. Ne?
Das ist schon cool. Aber ich denke auch, also wenn man wirklich jetzt auch keinen PC-Zocker ist und man will konsolenmäßig richtig abzocken, sich richtig einen wegzocken, dann habe ich auch das Gefühl, kann man auch beruhigt warten, bis es mehr gibt, weswegen es sich jetzt wirklich lohnt sozusagen. Also ist natürlich auch cool, ich finde es bei der Xbox tatsächlich auch ganz gut gelöst, dass du die ganzen alten Sachen spielen kannst. Dass ja, diese Antwort gar nicht ging, das wäre wohl ein Witz. Ja, das heißt dann PlayStation, ne? Aber die Xbox-Sachen, das ist wirklich echt geil. Ich kann jetzt wirklich mein von der allerersten Xbox mein Micro Machines reinwerfen. Mm. Und das ist geil, ja. Das geil, läuft also auf Generation, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind, Generation 27, dahinter läuft's, ne? Ja, wohl ja, in 4:3, aber trotzdem gut läuft's. Aber ja, wie gesagt, wenn es einem jetzt um das echte Next-Gen-Experience-Ding geht, dann wäre mein Gefühl auch, dass man durchaus warten kann, bis es mehr von dieser Experience auf dem Markt gibt. Mhm. Swani sagt gerade im Slack, eine V-Ray-App zum Rendern für die Xbox wäre mal interessant. Ist da die Haustüre im Moment. Mhm. Ja, wir haben auch sowieso noch 5 Minuten nur. Also die Xbox als Render-Node einbinden wäre mal geil, ja. Das wäre wirklich eine interessante Sache, weil die jetzigen Generationen, ich weiß gar nicht, ich glaube, die neue Xbox ist unter den Konsolen aktuell die stärkste mit, ich glaube, 12 Teraflops oder so. Muss ich jetzt selber nochmal nachgucken. Aber ist auf jeden Fall so das Potenteste, was du dir gerade eben kaufen kannst an Rechenleistung und Grafikleistung. Okay. Hier kommt gerade der Wunsch aus dem Sendezentrum, dass wir das Intro nochmal als Outro hören. Und die PS5 hat 10,28. Gut, dann ist wieder die Frage, wie die beiden das auf die Straße bringen, wie ich das so schön finde. Natürlich, klar. Aber jetzt, also ich meine, für Renderer existiert ja nur reine Rohleistung. Aber es ist natürlich auch krass. Es ist natürlich, wenn du so siehst, wenn du es jetzt zu einem normalen Preis bekommst, für das Geld ist es natürlich wahnsinnig viel Rechenleistung. Und wenn man das natürlich für sowas auch missbrauchen könnte, wäre das natürlich super. Preislich besser als eine Grafikkarte, sagt Zwang. Das stimmt. Ja, also selbst wenn du dir wirklich nur eine halbwegs aktuelle Grafikkarte kaufst, bist du für die Grafikkarte und dann hast du ja noch keinen PC, keinen Monitor. Nee, hast du mehr für die Grafikkarte ausgegeben. Genau. Ja. Und das ist schon wirklich geil. Problem dabei ist jetzt nur, jetzt kann mein Fernseher ja nur Full HD. Und die Konsole kann 4K. Fernseher kaufen jetzt. Das ist nämlich der Trick. Damit kriegt die Fernsehlobby dich nämlich. Ja, die und dann bin ich wieder in der Schleife. Ich krieg mal kurz einen neuen Akku in die Kamera. Ja, mach doch mal bitte fürs Tschüss sagen. Dann würde ich gerne die letzten, geil, gibt es das Intro auch auf Soundcloud? gegen ein kleines Entgelt ist da sicherlich bei Johnny immer einiges. Für Patreons gibt es das. Genau. Ich muss leider einen auf Basti machen. Ich habe einen Termin, der nicht aufschiebbar ist und den ich jetzt leider wahrnehmen muss. Gut, weg mit dir, Schwein. 3 Minuten vor Sendungsende. Ja, 3 Minuten vor Sendungsende leider. Abgefahrener Typ. Ja, ich würde sagen, dann machst du einen polnischen und wir bringen das Ding hier gnadenlos zu Ende. Ciao, okay. Ciao. Wir fahren das Schiff allein vor die Wand. Okay. Mach's gut. Ciao, Flo. Ciao. Gut, damit schmeiße ich einfach den Audiodump-Tipp von Flo in die nächste Sendung. Er hätte nämlich einen gehabt. Und dann habe ich noch eine Sache, die ich gerne pluggen möchte, nämlich alle, die es vielleicht gestern Abend hier im Sendezentrum auch gesehen haben, Ralf Storkmanns von Ultraschall hat gestern Ultraschall 5, unsere Podcasting-Suite, vorgestellt und das sind, muss ich ja immer sagen, die Keynotes, auf die ich mich am meisten freue. Er hat Apple auch immer überholt. Es hat nichts damit zu tun, dass ich auch irgendwie bei Ultraschall beteiligt bin. Das war auch schon so, bevor er Sponsor war. Jetzt ist es so, dass es gestern Abend, Silat, magst du mir helfen, den Link zu der Keynote, also für alle, die podcasten wollen oder schon PodcasterInnen sind und Ultraschall benutzen, guckt euch an, was die 5er-Version, auf der wir hier gerade auch schon senden, was die so kann, ist einfach großer Spaß. Und macht uns sehr glücklich. Das kann Ralf dann zeigen. Wer ein bisschen mehr über die Hintergründe wissen will, da gibt es jetzt einen Link in den Shownotes. Badam, badam. Da hat er nämlich bei den Podlovers, das ist ein Podcast, der ist von den Leuten, die eigentlich Podlove machen, nämlich das Publishing-System für unsere Podcasts, also ein WordPress-Plugin, auf dem auch diese Folge hier veröffentlicht wird. Die hatten Ralf eingeladen in die Sendung und auch mal über Ultraschall gesprochen und auch über die Anfänge von Ultraschall. Und das fand ich, da habe ich auch noch das eine oder andere gelernt, wie es eigentlich dazu kam. Und hier nochmal der dringende Aufruf, und das ist ja das richtige Forum dafür. Wir brauchen Coderinnen und
Coder, und zwar eigentlich niemand, der Hardcore programmieren können muss, sondern da geht es um Lua, und Ralf lügt zwar, aber er behauptet immer, Lua, das kannst du dir im Prinzip in Grundzügen an einem Wochenende beibringen. Er selber hat das auch irgendwie so gelernt, also Udo hilft dann sicherlich auch, Udo Sauer, wer kennt ihn nicht. Also das heißt, wenn Leute interessiert sind, da auch teilzunehmen an unserem Open-Source-Ding, dann seid ihr herzlich willkommen, schreibt mich an, schreibt @ultraschall_fm ist es, glaube ich, im Twitter an, kann ich auch nochmal in die Shownotes werfen, also da gibt es jede Menge Kontaktmöglichkeiten und ihr seid da herzlich willkommen und dann könnt ihr auch Beta-Versionen kriegen von dem geilen Scheiß, lange vor euren Freundinnen und Freunden. So, oui. Und damit müssten wir einfach mal Tschüss sagen und ich baller auf Wunsch nochmal das Intro ab. Vielen Dank, lieber RC3, und tschüssi. Ja, genau. Bye bye. Das war Audio. Tschüss. Genau, abonniert uns und so, ihr wisst schon, tschö. Audio Jump. Der geniale Metal-Chat-Podcast mit dem Halbwissen über Computers, Internets, Maschinen, Apps und Apps, Android und vieles mehr. Heute live und in Farbe mit Marvik aus Aachen, Flo aus Ludwigsburg, Ben aus Katzen, Johnny aus Hamburg und Basti aus Berlin. Kutte an und zugehört. Molly. Flo.